Ja, wir haben ein kleines Problemchen. Ein ganz, ganz kleines Problemchen. Weil wir sind verachtet. Und wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe euch ja noch gesagt, dass wenn wir mit einer charismatischen Person quasi sprechen und handeln, ja, Revenge, ja, jetzt wird's Zeit, dass wir, ja, also in gewisser Weise Rache üben, ja. Und dabei heißt es gesagt, also wo sind meine Manieren, Leute? Ja, ich heiße euch natürlich herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate, die Enhanced Edition, ja, den dritten Stream jetzt, ja, dem, was ich hier mache, ja, ganz einfach, weil ich habe großen Spaß mit dem Spiel, ja, auch an die Leute auf YouTube. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit. All diese Videos werden dort zu finden sein, zum immer wieder anhören oder zum immer wieder disliken, je nachdem, was ihr wollt, ja. Es schert mich nicht, ja. I do what I want, ja. Ja, ob verachtet oder beliebt, ist doch das Gleiche. Ja, nur fast, Uni, ja. Aber, um das zu sagen, wir sind verachtet. Unser Ruf ist bei 3. Und ich habe ja gesagt, dass wenn man einen hohen Wert von Charisma, wer Dislike bekommt aufs Maul, ja. Das überlasse ich dann ganz dir, ja. Wer einen hohen Wert von Charisma hat, ist in der Lage, charismatisch mit den Leuten zu reden. Wer hätte das gedacht, ja? Unglaublich tiefgründig, ne? Allerdings spielt halt dieser Ruf, den was wir hier haben oder auch zu verlieren haben, kommt jetzt drauf an, in welche Richtung man sich entscheidet. Uni, ja. Hat das natürlich negative Auswirkungen auf uns oder die Gruppe, ja? Einerseits wollen die Leute natürlich nicht mehr mit uns reden, sonst sind sie feindselig uns gesinnt, ja. Oder aber ihnen ist es egal, aber schrauben ihre Preise nach oben. Das heißt, das Spiel sagt dir ganz einfach, okay. Wie willst du sagen, ein Geizkragen oder ein Gierhals, ja, du tötest sowieso nur alles, was du willst, quasi wie man in D&D sagt, ein sogenannter Mörder-Hobo, ja. Und wenn du das machst, dann tust du sowieso das, wie du es machen wolltest, du tötest einfach Leute, um dein eigenes Geldbörserl quasi zu füllen oder. Weiß ich nicht, um andere Schandtaten zu verbringen, du raubst die Leute aus, etc., etc., ja. Nicht, dass man das als guter Spieler nicht macht, ja. Das sage ich immer. Das wird dann so weit kommen, wenn es so weit ist, Leute, ja. Aber wir wollen unseren Ruf steigern. Ansonsten komme ich nicht nach Nashkel rein, weil diese Wachen uns dann einfach feindlich gesinnt sind. Und hier werde ich noch einmal schnell speichern. Wir müssen da mit Gelana Spiegelschatten reden, ja. Und an die Kirche spenden, weil wer es nicht weiß, in Dungeons and Dragons, jetzt hoffentlich habe ich nicht meine Webcam ausgeschalten oder ausgeblendet. Moment, ich will das noch kurz überprüfen. Nö, habe ich nicht, ja. Wir machen da mal 1000. Das sollte definitiv reichen, um einmal einen Punkt zu bekommen. Sehr gut. Ein Punkt ist schon mal besser als nichts, somit sind wir zwar verachtet, ja. Also immer noch verachtet, aber das lässt sich gleich noch einmal beheben, ja. Weil wir haben unsägliches Zeug an Materialien, das wir auch verkaufen können und vielleicht so noch einen Punkt zu bekommen. Ich glaube, wir müssen Minimum 5 sein, ja, dass wir von verachtet auf unbeliebt kommen, ja. Das heißt, die Leute hassen uns nicht mehr, so wie es in Nashkel ist, ja, sondern wir sind halt einfach nur nicht gerne dort gesehen, ja. Und da haben wir ja so einen hübschen Edelsteinboy. Ach, ich liebe diese Tavernenmusik, ja. So, du nimmst nämlich alles. Ich glaube, das habe ich beim letzten Stream schon gemacht, ja. Allerdings war ich da in Berekost. Ich würde mich gerne korrigieren, ja. Und da habe ich auch mit Kalid herum experimentiert in Form von, ja, zieh mal den. Zieh mal einfach den Plattenpanzer und das alles aus, ja. Um einfach um herauszufinden, ja, klappt das überhaupt, ja, dass ich das Ganze pushen kann. Aber ja, es klappt, ja. Und was wir auch noch machen werden, ist, ich werde einen Abwehrtrank verkaufen. Somit ist das mit dem Gold nicht zu viel, ja. Jo, ansonsten wünsche ich euch schon mal im Vorhinein ein schönes Wochenende, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an Baldur's Gate, ja. Es ist mein Kindheitsspiel, ja. Und ich hoffe, man merkt doch, dass ich da sehr viel Herzblut reinstecke, ja. Weil, wie gesagt, wir werden es heute schaffen und wir werden uns heute auch überlegen müssen in Form von, wie stelle ich denn meine Truppe zusammen, ja. Weil
Weil langsam aber sicher, also das ist langsam aber sicher. Wir sind voll, was das angeht, ja. Aber ich mag halt nicht alle Charaktere hier behalten. Khalid ist ein Lappen, den schleife ich nicht herum, ja. Was ist los, Uni, ja? So, und dann... Moment, lass mich mal was probieren. Reichen vielleicht 800 Goldmünzen für die Kirche aus, ja? Bleibst du stehen, Mädel. So, reichen 800. Let's try it. Ja, es reicht. Sehr gut, und wir sind unbeliebt. Das klingt überraschend falsch. Ja, sehr gut, wir sind unbeliebt. ja, wie ihr auch immer sehen könnt, ja... Vikonia findet das natürlich eher weniger schön, dass wir unseren Ruf quasi steigern. Khalid ist auf jeden Fall dafür, ja. Nun, um euch das Ganze vielleicht ein bisschen genauer zu erklären, was Dungeons & Dragons hier so angeht, ja. In dieser Welt gibt es natürlich Götter, quasi so wie es auch in unserer Welt Götter gibt, ja. Und diese Götter sind halt allgegenwärtig. Diese Götter gibt es, ja. Es gibt gute Götter, es gibt neutrale Götter, es gibt böse Götter, ja. In dieser Welt wird halt quasi zu den jeweiligen Gott oder so etwas gebetet. Das macht natürlich jetzt eher als Kämpfer oder so etwas wenig Sinn. Und ich rede da jetzt da mehr stark in Form von einer Art Pen-and-Paper-Geschichte als wie mehr hier in-game, ja. Wenn du ein Kleriker bist, dann hast du eine Gottheit, die du anbetest, ja. Ich glaube, bei ihr ist es Göttin Shah, wobei ich mir da nicht sicher bin, warum man überhaupt die Göttin Shah anbeten sollte. Weil sie dafür da ist, dass wenn man ihr huldigt oder so etwas und man stirbt dann, wird man quasi in ihr Realm aufgenommen, ja. Und darf dann danach, glaube ich, ewige Qualen und Auspeitschungen erdulden. Toll, das ist mein Dank dafür, dass ich dich anbete, oder was? Dreckige Schlampe, ja. So. Was ich aber auch noch möchte, ist definitiv ausrüsten. Unsere Waffen sind kaputt und das ist schlecht. Manche stehen drauf, ja. Ich wüsste nicht, warum ich generell in der Welt von den Forgotten Realms, ja, einen bösen Gott anbeten sollte, ja. Ach ja, Kleinigkeit nur, weil ich musste ja hier wieder zum freundlichen Arm zurückgehen, ja. Es ist quasi wirklich so ein Domina-Aspekt, ja. Es trifft sehr gut Sejano, ja. Das hatten wir beim letzten Mal nicht, das war ein Räuber-Skalp, ja. Das ist der Skalp eines Räubers. Es gibt Menschen, die Geld dafür bezahlen werden, weil wir haben hier auch sogenannte Zufallsencounter, wenn ich über die Welt reise, ja. Und beim Zurückreisen quasi von dem Gebiet hier zum freundlichen Arm bin ich von Räubern angegriffen worden. Aber ja, es war jetzt da keine große Sache. Das sind einfach Typen, die haben ein Langschwert, ein Satz Pfeile und dieses Räuber-Skalp, das habe ich nur mitgenommen. Nur damit ihr wisst, Und halt selber auch Bescheid wisst, was ist denn das da im Inventar, Corin, ja? So, und ich weiß, ich habe immer so viel zum Quatschen zu dem Spiel, aber ich denke mir, das ist doch eigentlich eher eine gute Sache, ja, wenn man etwas zu einem Spiel zu erzählen hat, ja. Ich hoffe, ich derail'e dadurch nicht meinen eigenen Stream, ja. Also, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, dann nur raus damit, ja. Gebt mir Fragen, fragt mir alles, was ihr wissen wollt über Dungeons & Dragons oder sowas, sofern es euch interessiert natürlich, ja. Genau, weil unsere Waffe ist kaputt, das heißt, die können wir eigentlich gleich da am Boden legen, ja. Und, well, I think we're good to go, ja. Wie schaut's aus mit Pfeilen? Pfeilen haben wir, Steine haben wir, also Kugelschleudern oder wie man das jetzt auch nennen mag, ja. Ach Gott, das ist auch noch etwas, was auf meiner To-Do-Liste ist. Ich brauche eine neue Maus, ja. Wann spielen wir wieder? Ja, Nico, es liegt in deiner Hand, ja? Wobei, sei dazu gesagt, ja, wir haben ja zusammen die Story Lost Mines of Phandelver gespielt. Die habe ich mittlerweile schon fertig gespielt. Als Dungeon Master, ja? War lustig, war toll. Die Story ist okay, aber nichts Berauschendes, ja? Und Brösterchen, Leute, ja, das muss einfach sein, ja? Aber spielen kann man generell, ja, für den Fall, dass es irgendwen interessiert. Es gibt eine sogenannte Seite, nennt sich Roll20. Dort kann man Dungeons & Dragons online spielen, ne? Sogar die aktuellste Edition oder halt auch die... Weiß ich nicht, eine ältere, also es geht beides, ja. So, Momentchen. Damit sollten wir jetzt
Echt? Lass mal. Ja, können wir gerne machen, ja? Ja. Das ist kein Problem. Am Sonntag spiele ich sogar online, ja? Nice. Ein erfrischendes Kaltgetränk. Habe auch noch Monster Energy im Kühlschrank. Ja, dann Uni. Hole er sich was für das. Für seinen trägen Rachen, ja? Möge er ihn erfrischen, ja? Wohl an denn, mein Herr, ja? Gut, aber dann verpasst du, wenn du jetzt aufstehst, den Weg nach Nashkel und was dort abgeht, ja? Moment, bevor ich das mache, wieder speichern. Speichern ist immer wichtig. Ich bin bereit, wird erledigt. Speichern ist richtig und wichtig, ja? Ja, passt, ja? Die Cutscene haben wir beim letzten Mal schon gesehen, aber ich lasse sie gerne noch einmal laufen für die Leute, die was beim letzten Mal nicht im Stream waren oder es noch nicht. Cooles Emoji, ja. Die eilige Flucht aus Kerzenburg erst so kurz hinter euch liegt, scheinen die Unruhen an der Schwertküste für eure bereits angeschlagenen Nerven eine Zusatzbelastung zu sein. Gorion würde es aber nicht schätzen, wenn ihr untätig herumsitzt. Und die Untersuchung örtlicher Angelegenheiten wird vielleicht etwas Licht in eure eigene prekäre Lage bringen. Was der Eisenmangel oder der Aufruhr in den Minen von Nashkel mit euch zu tun haben könnte, ist euch allerdings ein Rätsel. Das ist wahr, ja. Und seht ihr, ja, wir haben Einlass. Es ist geil, das Spiel, ja. Ich werde zwar immer noch gehasst, ja, aber ich darf wenigstens in die Stadt, ja. Ein Rätsel, ja? Naja, um das quasi halt so zu sehen, wir werden hier über das drüber speichern und zwar nennen wir das wieder. Hallo, was ist das? Dankeschön, sehr nett. Twitch Stream. Schreibt dann mit 2G. Slog Kapitel 2. Passt, ja? So, nice, ja? Ja, für alle, die was es nicht wissen, wir sind. Ja. Ja, von unserem Ziehvater getrennt worden, der ja die Nachricht uns gegeben hat, dass er Kerzenburg mit uns so schnell wie möglich verlassen möchte, ja. Warum auch immer. Er kam nicht mehr dazu, uns diese Nachricht zu sagen und hat uns so gesagt, wir sollen Khalid und Yahera finden, was wir gemacht haben, ja. Man kann dies auch komplett auslassen. Von da an seid ihr frei in dem Spiel, tun und lassen zu können, was immer ihr wollt, ja. Ich folge es jetzt mehrmals so ein bisschen linear, ja, das Ganze, ja. Und sie sagen halt, ja, wir haben eine Eisenkrise, beziehungsweise sagen das auch die ganzen NPCs oder die ganzen Leute hier in dieser Welt, ja. Ja, die Schwerter zerbrechen, die Schilde zerbröseln, die Rüstungen zerfallen, ja. Oder was noch viel schlimmer ist, die Humpenbiere lösen sich in der Hand auf. Das kann man natürlich unter keinen Umständen loswerden und es wird Zeit, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Was aber das mit uns zu tun hat, ja, und mit unserem plötzlichen Aufbruch, das werden wir noch herausfinden, ja? So. Geht zur Seite, Bürger! Bardolan, gebt euch zu erkennen. Wir sind die Gruppe von Slog und suchen einen Ort, wo wir uns zwischen unseren Abenteuern ausruhen können, ja? Töte einfach alle, die dir keine gescheite Antwort geben. Hat bestimmt keine Auswirkungen. Nicht die Biere, ja? Na sicherlich, rettet die Biere, ja? Ich bin Slog und die sind meine Gefährten. Ich habe gehört, dass diese Gegend in letzter Zeit einige Schwierigkeiten durchlebt. Erlaubt mir euch während unseres Aufenthalts zur Verfügung zu stehen. Nun, ich glaube, das ist eine passende Antwort, ja? Wenn ihr Probleme lösen möchtet, seid ihr willkommen. Wenn ihr sie verursachen wollt, dann geht besser woanders hin. Die Lage hier ist nicht so gut, Slog. Wir werden euch keine Schwierigkeiten bereiten. Wir hatten beim letzten Mal schon genug Schwierigkeiten, ja? Dessen könnt ihr euch sicher sein. Was ist nicht gut? Alles, was ich höre, das sind Gerüchte und vage Verdächtigungen. Ah, vielleicht können wir ein paar Informationen herauskommen. Bitte einfach. Alle in mein Style, ja. Na, das geht nicht so einfach, ja. So, Bardolan sagt, ja, also was ist hier überhaupt noch gut? Unser Eisen ist verdorben und es gehen Gerüchte über Dämonen in der Mine um. Oh mein Gott! Demons in the mines? Das ist Abenteuer. Das ist ein Kopf für ein Abenteuer, Leute. Die unteren Ebenen wurden während dieser Krise praktisch verlassen und dann ist da noch die Sache mit Häuptmann Brage. Oh, die haben ihm diesen Titel ja weggenommen, aber ich benutze ihn immer noch. Er hat eines Nachts in einem Wutanfall seine Frau, seine Kinder und alle, die ihn gesehen haben, getötet. Dann ist er in die Hügel geflohen. Er ist immer noch irgendwo da draußen und wir vertrauen ihn selbst und wir betrauern ihn selbst ebenso wie seine Opfer. Also pfui, jetzt habt ihr einen gestandenen Salten doch glatt zum Weinen gebracht. Oh, tut mir ja richtig leid, Bardolan, ja. Okay. Ja, ist schon wieder gut, ja. Ihr seht, das ist so ein Typ, der macht irgendwie so Spompernadeln, ja.
Dabei sei mal gesagt, ja, damit ihr euch auskennt, überhaupt was da ist. Das ist ein neuer Charakter, namentlich Rasad. Er ist ein Mönch und ich finde ihn nicht toll in diesem Spiel, ja. Man kann ihn gerne mitnehmen, wenn man möchte. Er ist einer von drei neuen Charakteren. Wer der dritte ist, wird jetzt noch... Nein, es sind mehrere neue. Ja, müssen es vier, glaube ich, sein, ja. Also, einer davon ist Nier... Ist Nier... Was? Ich habe genug davon? Von was? Ist schon gut, Imon, hört auf zu meckern. Ich tue doch schon was für unser Ruf und für unser leibliches Wohl. Meine Güte. Immer die Frauen, denn immer die Frauen haben immer den Schnabel offen, ja. Dann sind es, glaube ich, vier. Aber wer die anderen zwei sind, verrate ich jetzt noch nicht, ja. Dabei sei gesagt, diese neuen Charaktere sind allesamt ziemlich gut integriert und auch deutsch vertont. So wie eigentlich auch, glaube ich, in jeder anderen Sprache vertont, ja. Und sie sind quasi mehr Baldur's Gate 2 Charaktere. Wobei ich finde einfach, dass zwei davon nur irgendwie wirklich interessant sind. Nira ist so ein bisschen, ja, die nörgelnde Hasardeurin. Und das haben wir ja beim letzten Mal festgestellt. Sie kann ihre Magie nicht so gut benutzen, ja. Was wir überhaupt noch mit der Magie machen, das habe ich euch auch noch nicht erklärt. Das wird auch noch alles kommen, ja. Jetzt gibt es aber erst einmal Secrets zu holen. Und zwar nämlich eine der besten Rüstungen im gesamten Spiel, ja? Die man relativ früh im Spiel bekommt, aber sehr leicht übersehen kann, ja. Und zwar, seht ihr das? Zoom mal ein bisschen rein. An der Seite gibt es einen kleinen Fleck. Und in diesem Fleck findet sich etwas, ja. Was haben wir denn hier? Jede Menge Papers, ja. Ankeg Plattenpanzer, ja. Dieser Plattenpanzer wurde von Terumphurium aus Perigos meisterlich angefertigt, ja? Der aus dem Chitinpanzer eines Ankegs besteht, bietet... Was? Moment. Da er aus dem Chitinpanzer eines Ankegs besteht, bietet er einen besseren Schutz als herkömmliche Plattenpanzer und kann außerdem nicht rosten. Wie euch jeder erfahrene Abenteuer bestätigen kann, sind die größten Vorteile des Ankeg-Plattenpanzers jedoch sein geringes Gewicht und seine anschmiegsame Form. Monster kommen und gehen, aber Erschöpfung ist ein immerwährender Feind, ja? Und jetzt seht euch mal diese Werte hier an, was wir haben. Rüstungsklasse 1, wir bekommen noch einen Bonus von minus 1 gegen Geschoss, minus 1 gegen Stich und quasi minus 3, also sprich, Moment, 0, 1, also minus 2 gegen Klingenwaffen, ja. Jetzt seht euch mal dann dieses Biest an, wenn ich das hier anlege, ja. Ist das nicht schnieke? Minus 4, jetzt sind wir quasi nicht nur voll am draufbrezeln, sondern auch noch der gebührende Tank quasi in der Runde, ja. Und das Tolle ist, die Rüstung braucht sehr wenig Stärke und hat sehr wenig Gewicht, weshalb man sie zum Beispiel auch Vikunia geben kann. Und wie ihr seht, hat sie am Anfang dadurch auch gleich einmal minus 4. Allerdings wird es dann halt schon schwierig bei ihr. Wie ihr seht, sie kann halt nur 70 Pfund tragen, ja. Und also man muss da ein bisschen was managen, zumindest jetzt noch, ja. Aber im Moment machen wir das so, weil den kannst du nicht tragen, aber den könnte ich Khalid geben. Wobei ich mich von Khalid sehr bald verabschieden werde, ja. Ist so ein kleiner Trick, ja. Ist auch erst quasi in der Enhanced Edition hinzugekommen, beziehungsweise auch Baldur's Gate 2, dass man mit der Tabulator-Taste diese Sachen finden können, ja. Aber während wir hier schon mal sind, ja. Aber wenn es auf Schätze aus, ja. Ja, fast quasi so, als ob ich nichts gelernt hätte aus meinen Taten, ja. Ein Dolch. Dolche sind immer gut, aber jetzt nicht so wichtig. Ja? Wir gehen hier natürlich... Es ist nur ein kleines Dorf, Nashkel, ja. Ihr werdet gleich sehen, hier ist nicht zu viel los. Was ist los, Sohn? Hey, was wollt ihr mal im Haus? Raus, könnt ihr nicht hören. Raus, habe ich gesagt. Husch. Ich will nur mir die Inneneinrichtung anschauen, ja. Ich habe nichts Böses vor. Nein, 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 nein. Garantiert nicht. Was hast du eigentlich mittlerweile auf Schatten? Ah. 30. Ah. Momentchen. Gibt's da was? Ja, es gibt was zum Öffnen. Also öffnen kann ich es zumindest schon einmal. Solange ihr aber da steht. Ja, genau. Das ist sehr zuvorkommend. Hör auf, dich am Hintern zum Kratzen und beweg dich darüber. Sehe dich. Hey, hey, was willst du hier? Ja, verpiss dich! Das Wetter war immer noch dasselbe. Der nächste. Ja, genau. Jetzt alle darüber. Und lasst mich
euch von Sachen erleichtern. Das ist viel besser, ja? Und viel wichtiger. Was? Du kannst es nicht öffnen? Doch, kannst du. Hätte mich jetzt ist da jetzt nicht wirklich was drinnen. Ist da drin. Mädel, du sollst es... Genau. Sehr gut, Geld. Danke, ich gehe schon. Ganz lieb. Ich hab genug davon. Entschuldigung? Es ist, wie es ist. Ja, natürlich. Es ist immer, wie es ist. Hallo Tina, herzlich willkommen im Stream, ja? Bist du auch schon zu Hause? Zu Hause ist das Beste. Zu Hause ist die geilste Scheiße. Da findet das Leben statt. Nicht auf irgendwelchen dreckigen Arbeiten. Gut. Ah ja, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und ich weiß, ich habe wieder sehr viel zum Erklären und sehr viel zum Besprechen, ja? Unsere Begleiter, was wir haben, sind halt ja meiste Zeit über schweigsam. Sie geben etwas zu Besten, wenn man halt ja seinen Ruf verbessert oder in manchen Quests ergreifen sie auch das Wort. Aber man kann auch mit einer Biografie zum Beispiel ein bisschen über ihren Hintergrund erfahren, ja, wie zum Beispiel über Viconia. Als er Viconia nach ihrer Vergangenheit fragt, erzählt sie sehr stolz, dass sie eine Drow aus der Unterreichsstadt Menzo Beranzan ist. Sie erzählt nur wenig darüber, warum sie das sonnenlose Reich verließ. Ihr müsst euch das einmal so vorstellen, dass es in... Weil sie ist ja ein Elf, aber ein Drow. Sprich namentlich Dunkelelf, ja. Diese Elfen haben, glaube ich, irgendwie mal angefangen... Oder das waren alles mal normale Elfen und die haben angefangen, mit irgendeiner mythischen Magie herum zu experimentieren, woraufhin ein Teil der Elfen gesagt hat, ihr seid unser nicht würdig, ja. Ihr seid verbannt. Diese Elfen haben nirgendwo mehr ein Zuhause gefunden, außer dem Unterreich, ja. Und dort geht's ziemlich zu, ja. Also alles, was in Form von Rassismus und Morden und Töten zur Belustigung und zur Veranschaulichung, ja, oder einfach zum reinen Vergnügen oder reine Vergewaltigung oder sonst irgendetwas, findet dort unten quasi in den Städten der Drows statt, ja. Also böse. Abgrundtief böse, ja. Und was noch ist, jede Frau, die was in dem Twitch-Stream ist, ja, falls da irgendwer dabei ist, in solchen Städten haben die Frauen das Sagen und die Männer sind nichts wert, ja. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass das einmal so ein bisschen verdreht ist, ja. Hier haben wir natürlich stehen, sie erzählt nur wenig darüber, warum sie das sonnenlose Reich verließ, doch Trennungen dieser Art sind niemals sanft. Sie behauptet, die Spinnenköttigin Lolf nicht mehr anzubeten. Ein Gesinnungswechsel, von dem sogar ihr wisst, dass er häufig tödlich ist, ja. Ja, weil die Drows beten diese Spinnengöttin an, ja. Ihr neuer Glaube gilt der Nachtgöttin Shah, eine angemessene Wahl für eine Drow, doch dies ist kein sicheres Zeichen dafür, dass sie die Brutalität ihres Volkes abgelegt hat. Ja? Sie findet das Gesetz der Erdoberfläche wunderlich und mehr als etwas seltsam, doch dies liegt einfach an ihrer mangelnden Erfahrung. Auch scheint sie etwas naiv über das Ansehen ihrer Rasse bei den Bewohnern der Erdoberfläche zu denken. Viele geben ihr nicht die Chance, die sie zu erwarten scheint, und schon wenn man mit ihr gesehen wird, kann das die Meinung der Leute über einen selber beeinflussen. Ihr wisst, dass sie als Drow widerstandsfähig gegen Magie ist. Und deswegen habe ich gesagt, sie ist ein... Die Männer werden dann vergewaltigt. Ja, das klingt reichlich bescheuert, Sion, ja, aber es ist so. Der Mann in dieser Welt von den Forgotten Realms, ja, wenn du jetzt zumindest ein Drow bist, ja, dann bist du für eine einzige Sache gut. Nachfahren zu zeugen, ja? Und ansonsten bist du als Mann in den Städten nichts wert, ja? Lediglich zum... Das ist gut, ja? Und der Rest uninteressant. Throw it in the trash, ja? Geil, ja? Ja klar, kaum geht's ans Schnackseln und ans Budern, da sind die Leute wieder hellhörig, ja? Rasat erspare ich mir, es sei denn, ihr wollt jetzt ganz gerne kennenlernen, wie der Typ so ist. Wir können gerne mit ihm quatschen, ja. Was ich aber eher möchte, ist dann langsam mal herausfinden, wo... Ah ja, da sollte der Bürgermeister irgendwo sein. Da ist er, Baron Gaskill. Guten Tag, ich habe ja Heere in eurer Gruppe gesehen, daher müsst ihr wohl die Abenteurer sein, die ich erwartet habe. Ich bin Baron Gaskill, der Bürgermeister von Nashkel, und ich heiße euch herzlich willkommen. Schade, dass ich eure Bekanntschaft unter so widrigen Umständen machen muss. Spart euch eure Höflichkeit und beantwortet meine Fragen. Woher wusstet ihr, dass ich vorhatte, nach Nashkel zu kommen? Man, that's pretty harsh, ja? Was genau ist eigentlich das Problem? Fangen wir mal einfach mal so an. Wir sind zwar chaotisch neutral, aber deswegen kann man ja trotzdem eine vernünftige Frage stellen, ja?
Ich kann kaum glauben, dass ihr es nicht selbst erraten habt. Habt ihr von der Eisenknappheit gehört? Nashkel ist stark davon betroffen. Unsere Mine ist praktisch geschlossen, weil fortwährend Bergarbeiter verschwinden. Das wenige Erz, das wir noch bergen können, auch irgendwie verdorben ist. Ich würde ja gerne die Garde der Stadt vorbeischicken, aber wir brauchen sie hier, um unsere Bürger von den Raubüberfällen auf unsere Karawane zu schützen. Wir müssen unbedingt herausfinden, was in der Mine südöstlich der Stadt nicht stimmt. Für meinen Zeitaufwand brauche ich eine angemessene Entschädigung, oder? Was meint ihr, ja? Ich meine, immerhin haben wir damit nichts zu tun, ja? Wir können auch einfach sagen, hey, fuck off, ja? Aber dann werden natürlich unsere Waffen immer wieder weiter zerbröseln, ja? Normal, sagt Nico, ja? Wenn euch die Dankbarkeit einer ganzen Stadt noch nicht genügt, macht das auch nichts. Wir können euch mit Goldmünzen belohnen. Wenn ihr das wünscht, geht jetzt und tut euer Bestes, ja? Moneten her, ja? Okay. Tagebuch einrahmen. Bei Rundgastgeld hat mich über die Lage in der Mine informiert. Ich sollte mich dorthin auf den Weg machen, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Die Mine liegt südöstlich der Ortschaft. Es ist nur ein kurzer Weg, ja? Wie man gleich auch hier sieht, ja? Die Mine ist quasi wirklich hier unten. Ich glaube, man braucht vielleicht 4 Stunden dort oder so etwas hin, ja? Ist jetzt nicht weit, ja? Aber was hier jetzt noch viel interessanter ist, ja? Und das könnte jetzt spannend werden. Ich habe nämlich vor, nachdem ich hier jetzt die Karte dann aufgedeckt habe, ja, und noch die paar kleinen Nebenaufgaben annehme, die was hier in der Stadt sind, ja, die man dann wunderbar auch mit der Hauptstory miteinander verknüpfen kann, ja, bin ich am Überlegen, was ich dann langsam für eine Gruppe haben möchte, ja, oder besser gesagt, was für eine Truppe, ja. Natürlich habt ihr hier natürlich auch freie Entscheidungsfreiheit, weil hier gibt es jemanden, namens Minsk, ja. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Aber leider hat er im ersten Teil eine andere Vertonung als im zweiten, ja. Und im ersten klingt er irgendwie so leicht russisch, polnisch, ja. Was ist mit na? Der Ekel. Minsk ist doch nicht eklig. Das ist Minsk und Bo. Das ist eine Ikone von Dungeons and Dragons, ja. Wer das Spiel spielt und den nicht kennt, der hat was falsch gemacht in seinem Leben, ja? Gut, gehen wir erst einmal da in die Kirche, vielleicht kann es nicht verkehrt sein. Tempel des Helm. Helm ist übrigens eine dieser Gottheiten, ja? Mit Leichtigkeit. Das hast du zu sagen, ja? Kühne Abenteurer an unserer Tür. Du hast so geheißen, ja? Ja, ich habe quasi den Namen davon kopiert auf meinen Charakter, ja. Aber den Minsk, was ich gespielt habe, hat man mit K geschrieben, also mit Konrad und nicht mit Cäsar, ja. Eine Abänderung, ja. Ganz wichtig, ja. Dort findet ihr die Löffel schreiben, ja. Nalin. Ah, kühne Abenteuer an unserer Tür. Helm schützt die gesamten Reiche und seine Diener stehen zu eurer Verfügung. Der Wachsame ist bereit, euren Gebrechen Abhilfe zu schaffen und somit den unnachgiebigen Blick des großen Anführers abzulenken. Natürlich für eine angemessene Gabe. Wir wollen uns doch gegenseitig unseren guten Willen beweisen. Ihr versteht schon. Helm wacht über euch und unseren armen, verirrten Bruder Brage. Einen besseren Hauptmann der Garde wird man diesseits von Am gewiss nicht finden. Eine verblüffende Wandlung für jemanden, der so fromm war wie er. Ohne das Wirken von Kräften der Finsternis ist eine solche starke Veränderung gar nicht denkbar. Wenn er einem bösen Einfluss unterliegt, wäre es vielleicht das Beste, die harte Gerechtigkeit des Militärs eine Zeit lang auszusetzen. In der Garnison wird er keine Zuflucht finden, doch wenn er sich in den Tempel begebe, nun, er muss um mehr Wiedergutmachung willen, nicht notwendigerweise mit dem Leben bezahlen. Kann ich euch in irgendeiner Weise behilflich sein? Nein, weil unsere Truppe eigentlich nur müde ist, aber das war's auch schon, ne? Ansonsten befreuen wir uns bester Gesundheit, ja? Ich habe gedacht, das ist der immer das Gleiche fragt, was so nervig ist. Nein, ich weiß, du meinst den Heder. Der kommt noch, ja. Momentchen, ne? Aber das ist zumindest mal ganz gut. Somit wird die nächste Nebenaufgabe geupdatet. Die Geschichte von Hauptmann Brage, ja. Nalin im Tempel von Helm in Nashkel scheint zu glauben, dass Brage unter dem Einfluss einer bösen Macht steht. Wenn ich ihn statt zur Garnison in den Tempel bringe, wird er für seine Verbrechen vielleicht nicht getötet. Ja. Weil es stimmen sollte, dass er von irgendwelchen bösen Mächten übermannt worden ist, ja. Du kannst mich mal, ihr Herer, besserer Anführer, ja?
Ja, genau, hey da! Hey da! Das ist so ein Troll-Move, Leute, und eigentlich scheue ich mich davor, das zu machen oder euch zu zeigen, weil es ist wirklich richtig, richtig dumm und bescheuert, ja. Aber es gibt halt Erfahrung, und wenn ihr mal so schaut, ja, was wir da schon an Erfahrung haben, wir steuern schon auf Stufe 3 zu, ja. Wow, Stufe 3, wer hätte das gedacht, ja. Nur möchte ich halt eben vorher dadurch meine Gruppe etwas anpassen, weil alle Leute, die was ich nicht mitnehme, ja, oder die ich mitnehme und eigentlich nicht brauche, die nehmen mir halt die Erfahrung weg, ja, für den Anfang, ja. Do it! So geil, doch, so lustig. Na, hi Moschmecker! Servus und herzlich willkommen im Stream. Auch dir wünsche ich schon mal vorab ein schönes Wochenende, ja. Und vielen Dank fürs Einschalten, freut mich, ja. Um es quasi mit deinen Worten vom letzten Mal zu sagen, du bist ja ein komischer Kauz, ja. Komm, das sagst du doch auch, Mädel, oder? Was wollt ihr? Ja? Gott, hab ich mich jetzt erschrocken, ja? Alter! Boschmaker, ja? Er kommt hier mit einem Knall in den Stream, ja? Scheiße! Und nein, die Leute dabei können nicht sterben durch diesen Blitzeinschlag, ja. Ich glaube, es macht immer die Hälfte an Schaden, aber warum gerade Nira, ja? Ja gut, wobei sie hat nur 4 Trefferpunkte, ja. Da ist das nicht sogar so schlimm, ja. Ich bin wieder Blitz eingeschlagen. Ja, quasi. Ja, Blitz beim Scheißen hat sie getroffen, ja. Direkt eingeschlagen in die Sau, ja. Das ist nicht meine Ansage. Er kommt da in den Chat, ja, und erstmal Rums, Karamgas, Bumsbass, ja. Bums, Bums, aus die Maus, ja. Da wird erstmal die Niere frittiert, ja. So. Was ist passiert? Es ist ein Blitz eingeschlagen, Nico, ja. Wenn du in der Welt herum bist und du hast irgendwelche metallischen Gegenstände an deinem Charakter, ja. Sei es jetzt ein Stab oder ein Ring. Oder ich glaube, es reicht nur, wenn du sie im Inventar auch hast, ja. Ja, dann funktionierst du halt wie ein Blitzableiter und dann kann es halt passieren, dass da ein Blitz bei dir einschlägt, ja. Zu kacke das auch ist, ja. Bin wieder Blitz eingeschlagen, ja. Ja, das bist du. Und ach, halt die Klappe, Carlit, ja. Jetzt werden alle müde, ich glaub's nicht, ja. Es werden jetzt alle müde. Und Imon auch, ja. Dass ich gerade die Karte aufdecke, hat einen Grund, Leute. Ich möchte nämlich nicht in das Wirtshaus reingehen, ja. Aber ich hätte es vielleicht vorher machen sollen, bevor alle müde werden, ja. Okay. Wie schaut's denn eigentlich aus, ja? Na, du hast nichts mehr. Alle jammern nur noch rum. Was für ein arbeitsfaules Pack. Ja, das ist echt die Wahrheit, ja. Nur im Jammern hier, ja? Nur unser Slog, ja? Der hält sich auf den Beinen. Ich meine, gut, der hat 20 Konstitution, dagegen kann man jetzt nicht wirklich, wie soll ich sagen, was dagegen sagen, ja? Weil der Typ hat wirklich Haare auf der Brust, ja? Aber es nützt nichts, ich muss dann ins Gasthaus, ja? Erstens einmal quasi, um Zauber aufzufrischen, ja? Und zweitens einmal, dann dreht man erstmal mit dir, ja? Oh, da, so schnell. Oh, Black, nein, sagt nichts. Es käme mir nie in den Sinn, euch auch nur einen Augenblick auf eure verdiente Belohnung warten zu lassen, als ich vom Rat erfuhr, dass man Grauwolf damit beauftragt hatte. Die Wälder von den Räubern Tompi zu befreien, wusste ich gleich, dass die Gerechtigkeit rasch ihren Lauf nehmen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde, aber wer sonst könnte es sein, der durch die Stadt schreitet und so aussieht? Aussieht wie ihr. Ich bitte euch, diesen täglichen Betrag von 200 Goldmünzen sowie den tief empfundenen Dank aller Einwohner von Nashkel anzunehmen. Ja, ist ja ganz nett, aber ich bin nicht Grauwolf. Auch wenn man jetzt da so vorgehen könnte. Oh ja, ich bin Grauwolf, natürlich bin ich das. Kein anderer als Grauwolf höchstpersönlich. Ich nehme diese Belohnung gerne für meine Taten in Empfang. Ich bin Grauwolf und deswegen habe ich sie verdient. Dankeschön. Nein, ich bin Grauwolf. Nein. Lügen kommt mir nicht in den Kram, ja. Da müsst ihr euch irren. Ich bin nicht Grauwolf. Behaltet euer Geld. Es gehört mir nicht. Ihr seid nicht Grauwolf, der Kopfgeldjäger?
Heiliger Helm, jetzt hätte ich fast einer wildfremden Person 200 Goldmünzen in die Hand gedrückt. Der Hauptmann darf nichts davon erfahren, sonst zieht er mir das Fell über die Ohren. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit, Fremder, die keineswegs selbstverständlich ist. Weil ich war jetzt mehr auf das aus, ja? Dadurch, dass wir ihn jetzt nicht angelogen haben und quasi Geld angenommen haben, das uns nicht gehört, ja, steigt unser Ruf, ja? Das mag jetzt nicht so berauschend klingen, aber es ist doch dennoch sehr von hilfreich, dass der Ruf jetzt nicht so weit nach unten geht, ja. Weil ansonsten greifen mich hier wieder alle an und das möchte ich nicht, ja. Okay, ich zeige euch, warum ich jetzt bis jetzt das Gasthaus gemieden habe, ja. Weil hier drinnen gibt es einen Kampf gegen einen Kopfgeldjäger und das Mädel hat es aber wirklich faustig hinter den Ohren. Es kann sein, dass ich sie nicht beim ersten Anhieb schaffe. Die Eierschädeln. Ihr versperrt euch gegenseitig die Tür, ratscht's da eine. So, mag zwar nicht da ist sie. Dauerhaft sein, was ich jetzt mache, aber ich schneide euch trotzdem die Kehle durch. Was ich für ein Glück habe, ihr rennt mir ja genau in die Arme. Der Beschreibung nach hatte ich mich ja auf eine lange Jagd eingestellt, aber ich will mich nicht beschweren. Möge der Herr der Schatten euch einen schnellen Tod bereiten. So ungefähr kann ich mir sie vorstellen, ja. Wenn es Geld ist, was ihr wollt, dann können wir doch sicher ins Geschäft kommen, oder? Recke nehme ich an, ja. Ja, ich wollte eigentlich mehr eine feminine Stimme aufsetzen, aber es hat nicht so ganz funktioniert, ja. Habt ihr kein Mitgefühl in eurem Herzen? Wollt ihr es euch noch einmal überlegen? Ich werde mich verteidigen, wenn es sein muss. Wenn ihr sterben möchtet, dann greift doch an. Wartet, wer seid ihr und warum tut ihr das? Wer ich bin, ist zwar unwichtig, doch ich heiße Naira. Ich bin Kopfgeldjäger. 100 Fallen Kopf ist eine hübsche Summe ausgesetzt. Habe ich eure Fragen hiermit ausreichend beantwortet? Nein, dachte ich mir. Das ist aber jetzt egal. Weil die Gute greift uns nämlich an und Naira hat es wirklich faustig hinter den Ohren, ja. Die ist für jemanden, der was keine Ahnung hat von dem Spiel am Anfang, ja, kann die eine 6-Mann-Gruppe locker zerlegen. Und jetzt habe ich noch das Problem, dass 5 Mann und Frauen, ja, wir werden Männer und Frauen, ich glaube, wenn ich so weitermache, werde ich nie fertig, ja. Ist sie in der Lage, eine 6-Mann-Gruppe ganz easy zu zerreißen, ja. Und ich hoffe mal, dass es mir so weit gelingt, ja. Vielleicht kann ich die schlafen legen, ja. Das wäre ganz praktisch, ja. Nein. Aber ich habe sie beim Zaubern erwischt, ja. Und das ist was ich bisher noch nicht erklärt habe. Wenn man jemanden beim Zaubern trifft, muss derjenige einen Rettungswurf ablegen, ob er den Zauber auch durchbringt, ja. Und in diesem Fall steht jetzt hier Zauber gescheitert. Fehlschlag beim Zaubern. Das ist nämlich wunderbar, ja. Was hast denn du eigentlich an... Wie ihr sehen könnt, sie hat nämlich schon einmal 0 Rüstungsklasse. Das ist ziemlich... Das heißt, ich muss quasi, um wieder auf das ETW 0 zu kommen, ich muss hier eine 18 würfeln. Dadurch, dass ich jetzt gesegnet bin, eine 17, ja. Bei mir eine 13, ja. Das heißt, ich treffe schon mal deutlich besser als Khalid, ja. Nein, 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 nein. Komm, trefft sie. Oh, scheiße. Wir müssen uns ein bisschen mit Zaubern helfen. Perfekt, ja. Mann, die Gute ist zäh, ja. Was machst du jetzt? Haha, getroffen. Nein, nein, lass Khalid in Ruhe. Wobei, ja, Schlag auf Khalid. Vielleicht stirbt er. Das klingt auch irgendwie sehr sadistisch, ja. Na komm, wir heilen ihn, ja. Oh! So geht's auch. Splatter, ja. Und das seht ihr schon gleich. Sie gibt da mal sage und schreibe 650 Erfahrung für einen Anfang. Das macht quasi so, ja, fast 109 Erfahrungspunkte für einen jeden am Anfang. Das ist reichlich viel, ja. So viel nämlich auch, dass irgendwer gleich eine Stufe aufsteigt. Ja, Mira. Sehr gut. Aber sie hat doch wieder etwas. Sie hat wieder etwas bei sich, ja. Was ist denn das da? Kopfgeld ausgesetzt. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass auf Slok, das Ziehkind von Gorion, ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Slok wurde zuletzt in der Region Beregost gesehen, ist als gefährlicher Gegner einzuschätzen und befindet sich wahrscheinlich in der Begleitung gut bewaffneter Gefährten. Dieses Angebot wurde von allen einschlägigen Gilden unterbreitet. Wer mit einem Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird mit nicht weniger als 680 Goldmünzen belohnt. Ja. Wem er gilt, wer diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträgt, wird das Schicksal des Ziels teilen.
Also mittlerweile hat sich unser Wert schon verdoppelt, ja, von 300 auf fast 7, also von 350 auf fast 700, ja. Wer ist so erpicht darauf, uns tot zu sehen, stellt sich hier die Frage. Ha, das wird noch sehr lange unbeantwortet sein, Leute, ja. Was ich aber jetzt erstmal mache, dadurch, dass wir sie wirklich, für wie viel Schaden habe ich sie eigentlich getroffen? Steht das irgendwo? Sollte eigentlich wo stehen. Ah, hier. Nur 12 Schaden? Ah, hätte besser sein können, ja. 600, 680, ja. General? Oh. Irgendwie hat mich das jetzt gerade an das erinnert, ja. Du, sie bringen einen, diese Nabu und unser Ansatz zusammen, ja. Diese seien jetzt werden gemacht zu super heftig, General. Steht schon im Chat, ich wusste es, ja. Das ist genau das Richtige für Uni, ja. General, ja. So, wir wollen halt natürlich wieder den Wirt seiner Goldmünzen entledigen, weil in unseren Taschen viel besser aufgehoben als in seinen, ja. Wir von sollten nur nicht erwischen lassen, so wie diese gute Frau und dieser gute Herr. Ich hab irgendwas zu sagen. Der nennt mich Trottel! Beinhart, ja? Mitten in meinem Stream nennt er mich ein Trottel! Prost, darauf trinke ich einen, ne? Alles klar, Sion, bis gleich, ja? Hast Mandalorian gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, ja? Ich habe auch noch nicht den letzten Star Wars gesehen, muss ich zugeben, ja? Was Star Wars angeht, bin ich so ziemlich ganz weit weg mittlerweile, ja. Hallo ihr da, ihr seht aus wie eine Gruppe aus Wanderschaft. Wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt oder eure Vorräte auffüllen müsst, dann geht ihr am besten auf den Jahrmarkt. Der ist östlich von der Stadt, der ist zwar nicht allzu viel los, nach den ganzen Ereignissen in der Mine, aber ihr werdet schon finden, was ihr sucht, ja. Ja, ich möchte gern wissen, was ich hier drin finde. Könntet ihr euch vielleicht verdünnisieren? Nein, könnt ihr nicht. Geh weg mit euch. Gott, ist das unhygienisch. Der kratzt sich immer am Arsch und dann spreche ich ihm an. Der fährt sich sicher ins Gesicht, ja? Drecksau. Und ich habe mir auch gerade ins Gesicht gegriffen. Aber ich habe ihn nicht vorher am Arsch gekratzt, ja? Boah, Mädel. Lasst mich bitte in Frieden, wenn ihr nicht etwas gegen diese unheilvolle Mine unternehmen wollt. Ich habe darin schon meinen Bruder verloren. Und jetzt haben sie auch meinen einzigen Sohn in die Tiefen der Mine herabgeschickt. Hab bitte so viel Anstand, eine einfache Frau trauern zu lassen, ja? Euer Privatleben interessiert mich wenig, Alte. Belästigt mich nicht länger, ja? Ich habe viel von den Schrecken dieser Mine gehört. Sagt mir, wo sie liegt, auf dass ich sie reinigen und euren schwächenden Herz neue Hoffnung spenden kann. Boah, das ist schmalzig, aber ich gehe damit jetzt, ja? Nur Helden sind stark und mutig wie ihr. Die Mine liegt im Osten, jenseits des Yatmat. Jetzt beeilt euch bitte und rettet die Männer dieser schönen Stadt, solange noch Zeit bleibt. Okay. Ah, das war ein guter Indikator. Du verpisst dich. Perfekt. Na, 4 Goldmünzen war jetzt nicht die Rede wert, ja. Aber hey, was soll's, ja. Better than nothing, ja. Aber ich habe zumindest gehört, Mandalorian soll gut sein, ja. Ratten gab's hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Ich würde ganz gern mal hier rasten, ja. Wie ein Edelmann, ja. Damit zumindest die Leute nicht allesamt mir hier jetzt da gleich umfallen, ja. Hast du Mandalorian gesehen, Nico, ja? War das gut, ja? Kann man das empfehlen, ja? Ich weiß immer nur, da gibt es irgendwie so eine kleine Baby-Yoda-Figur, ja? Was es aber damit auf sich hat, ja, weiß ich absolut nicht, ja. Wie wär's mit einem kleinen Geschäft, so ganz nebenbei? Ich habe da einen Mann, der schwört beim Bart seiner Großmutter. Muss eine seltsame aussehende Großmutter sein, oder sie lebt schon so lange, dass sie wirklich der Bart unter der Nase rauswächst, ja. Dass er oben in den Eisfeldern der Wolkengipfel einen weißen Wolf gesehen hat. Er war ganz in der Nähe, Richtung Süden, und jeder, der ein Schwert in der Hand zu halten weiß, könnte das Tier ganz leicht erlegen. Ihr sollt für das Feld gutes Geld von mir erhalten, dafür stehe ich ein. Ihr riskiert also nichts, denkt daran auf euren Wegen, kann ich euch für 1, 2 Dinge in einem bescheidenen Laden interessieren. Zeigt mal, was ihr zu verkaufen hat. Das ist übrigens eine kleine Nebenquest, ja, die was hier kommt, ja. Ja, super, wenn man Star Wars mag.
Ja gut, das ist die Voraussetzung dabei, ja. Wenn man mit Star Wars generell nichts anfangen kann, dann hat man auch daran keine Freude, ja. Den Händler finde ich ehrlich gesagt besonders gut, also jetzt nicht, weil er so berauschende Gegenstände hat, ja. Aber bei dem kann man erstens einmal identifizieren, so ziemlich alles, und man kann auch so ziemlich alles bei ihm verkaufen, ja. Was das Ganze wunderschön macht, ja, wenn man halt sein Inventar entrümpeln möchte, ja. Habe die erste Staffel gesehen, war ganz gut, aber da ich kein Disney Plus habe und Disney scheinbar keinen Bock hat, die Sachen auf Blu-ray zu bringen, werde ich nie erfahren, wie es weitergeht, ja. Okay, ich wusste ja, Disney Plus, was ist Disney Plus? Mein Gott, ich habe langsam das Gefühl, ich werde alt, ja. Ist das so etwas wie eine Art Netflix oder was, was man sich nehmen kann, ja? Weil ich habe nicht mal das, ja. Ich werde mal schnell unsere Gegenstände identifizieren, die wir hier haben, ja. Bis auf die goldenen Pantalons, das ist das Einzige, was man hier so nicht identifizieren kann. Das muss man immer wieder... Ah, den Stab kann ich dann wahrscheinlich in der Kirche identifizieren, ja. Streamingdienst von Disney. Okay, verstehe, ja. Dann habe ich gut geraten, ja. Auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn, ja. So, was wollte ich jetzt? Ah ja. Genau, das ist das mit den Winterwolfpelzen, was ich gesagt habe. In Nashkel habe ich einen Händler gefunden, bei dem ich Winterwolfpelze gut zu Geld machen kann, ja. Also man merke sich, wenn man in der Wildnis hinterher reist, ja, und man findet Winterwölfe, ja, dann hauen wir ihnen das Fell um die Ohren, buchstäblich. Das ist, hört sich zwar sehr grausam an, ja, weil ich möchte das nicht selber machen, ja, aber hey, zum Glück ist es ein Videospiel, ja. So, diese Naira hatte einen Helm und die Augen der Wahrheit, ein Infravisionshelm, ja. Als eine Art Totengräberin ließ sich Babette Melestrom diesen Helm als Hilfe für ihre Ausflüge in die Kerker und Verliese bauen. Später führt sie ihren angesammelten Reichtum ausschließlich auf die Kraft des Helms zurück, obwohl sie ihr scharfer Blick wohl auch von Nutzen gewesen sein dürfte. Helme schützen generell vor kritischen Treffern, ja. Das heißt, trägt man einen Helm, kann man keinen kritischen Treffer bekommen, ja. Ganz wichtig, ja. Was macht dieser Helm? Nicht wirklich was Besonderes. Also für unsere ganze Gruppe ist der reichlich sinnfrei. Mit anderen Worten, er lässt einen in Dunkeln sehen, ja. Das macht einfach nur das Sichtfeld, glaube ich, um einen größer. Ist wirklich ein absolutes sinnlos Skill, ja. Es ist mehr eine, ja, wie soll ich sagen? Wenn man es hat, ist es nett. Wenn man es nicht hat, hat man es nicht. Liegt ganz einfach daran, dass es sinnlos ist, weil Halborks haben sowieso immer Infravision. Halbelfen haben, glaube ich, Infravision. Und auch Elfen haben Infravision. Die einzigen, glaube ich, die es nicht haben, sind jetzt Halblinge und Menschen. Ich glaube, der Rest hat aller Infravision in diesem Spiel. Ja. Somit reichlich sinnlos für uns. Ja. Alter, zweite Staffel, da fliegt dir der Kopf weg. Jede Folge bombenkrass. Ja. Ja, wenn's gut ist, vielleicht irgendwann. Ich bin meistens nicht so dieser Streaming-Dienst-Fan, ja. Oder generell, ich bin nicht so der, wie soll ich sagen, der Typ, der was sich gerne irgendwie so Serien anschaut. Ich habe das mal begonnen gehabt mit Game of Thrones, ja. Oder auch mit Walking Dead, ja. Aber ich bin halt einfach nicht dieser Couch-Potato, der sich einfach hinsetzt und die ganze Zeit diese Sachen anschaut, ja. Irgendwie ist mir da meine Zeit zu schade und ich bin dann lieber am Zocken, muss ich zugeben, ja. Helm, wache über euch und euer Streben. Ah, bei dir kann ich das nicht scheren, da kann ich euch das mal vorlesen, was da steht, ja, in diesem Text, ja. Genau, und den Stab werden wir auch identifizieren, ja. So. Der Stab ist sehr hilfreich, ja. Sehr gut, wenn man Speedruns machen möchte, ja. Weil dieser Stab hat nämlich die Fähigkeit, einen Blitzstrahl zu schießen. Ich werde euch das mal dann ganz kurz demonstrieren, sofern ich es nicht vergesse. Das geben wir erstmal unseren Slog da rein. Den Ring, was wir bekommen haben, ist ein weiterer Schutzring plus 1. Und da kann ich gleich was Neues ausgraben in Form von Erklärungen. Wie ihr sehen könnt, wir tragen bereits einen Schutzring plus 1, ja. Jetzt denkt man sich, hey, ist ja geil, ich nehme den Schutzring und gebe ihm noch einmal, ja. Dann müsste ich ja minus 5 RK haben. Aber Moment mal, also wie ich den nehme, macht das Spiel nichts, ja? Weil wenn ich das hier so nehme, zeigt es mir schon eine Verbesserung an. Warum hier nicht, ja? Hm? Hier steht nämlich, der Charakter kann aufgrund der magischen Gegenstände, die er momentan trägt, nicht in diesem Gegenstand ausgerüstet werden. Ha! Why? Lasst mich euch erklären, warum. In Dungeons & Dragons sind Bonus,
Boni und Mali in gewisser Weise nicht kumulativ, ja? Bei magischen Gegenständen ist es so, hast du bereits ein, sei es jetzt ein Schwert oder einen Ring plus 1, kannst du nicht mit einem zweiten Ring plus 1 daraus plus 2 machen. Nö. Ubanga, nö. Geht nicht, dieser, ja? Gut, dass du Game of Thrones nicht fertig geschaut hast. Da 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 da. Achso, ja. Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage. Peter, Peter, Peter Dinklage, Peter Dinklage. Ich meine, ich kenne die das Intro-Lied davon noch, ja. Aber that's about it. That's everything I know, ja. Und ja, ich habe keine Ahnung, vielleicht 5 oder 6 Folgen davon gesehen, ja. Aber zur Erklärung, man kann nicht denselben Boni zweimal bekommen. Habt ihr einmal plus 1, habt ihr plus 1, ja. Egal wo das ist. Angenommen, ihr habt einen Helm mit plus 1, der was eure AK senkt, ja. Und ihr wollt den Ring anlegen, sagt euch das Spiel, nö, hast du bereits, ja. Andersrum wäre es zum Beispiel, ihr findet einen Schutzring plus 1, ja, und findet dann einen Schutzring plus 2. Dann könnt ihr natürlich den Schutzring plus 2 über den 1er drüber geben, ja. Aber es wird trotzdem nur noch einmal plus 1 mehr, ja. Also ihr könnt es da nicht hergehen und sagen, ich nehme den Schutzring plus 2 und dann nehme ich den Schutzring plus 3 und hab minus 5. Nö, geht nicht, diese. Verboten. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm und sogar in Bunt und in Farbe, ja. Aber das macht ja nichts, weil es gibt ja hier sehr wohl Leute, die sich über einen anderen Schutzring freuen. Und ich gebe es mal meiner Waifu hier. Und Gott sei Dank ist meine Frau nicht da, aber die wird sich das sicherlich später anhören, ja. Und dann sagen, aha, du hast schon wieder Waifus im Hintergrund, von denen ich nichts weiß. Jetzt möchte ich es aber wissen, ja. So. So. Dann lasst mich euch mal kurz was demonstrieren. Und dann ist die Qual der Wahl. Ich zeige euch mal, was kann denn eigentlich so ein Blitzzauberstab, ja? Und zwar, ich kann das nur auf Gegner machen, ja? Ist jetzt nur eine Demonstration. Wie ihr sehen könnt, da steht jemand. Mein Symbol ändert sich quasi in dieses Magiesymbol, wie es auch hier ist, ja? Und ich sag mal, Feuer. Und ihr könnt sehen, dieser Stab feuert wunderbar einen Blitzstrahl. Jetzt auf alles, was halt ist. Also der Blitzstrahl fliegt durch den Gegner hindurch und auch alles weitere, was da hinten ist. Ein absolut mächtiger Zauberstab, der aber mit Vorsicht zu genießen ist, da das Spiel Friendly Fire hat. Das heißt, ich kann damit meine eigenen Leute umbringen, ja. Und nein, ich werde so nicht speichern, weil sonst habe ich ganz Naschkell wieder an der Backe. Und das wollte ich jetzt nur mal demonstrieren, ja. So. Jetzt werde ich euch dann gleich was fragen. Wir werden erst einmal, genau, Nira Stufe erhöhen. Wie ihr sehen könnt, bei ihr tut sich nicht wirklich was in Form von Fertigkeiten, weil, ja, Nira ist halt eine Magierin und keine Kämpferin. Dadurch bekommt sie aber mal Sagenkunde zu Trefferpunkte und einen neuen Zauber des ersten Grades. Wupp, wupp. Das heißt, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr, und entschuldigt für den kleinen Aufstoßer, ein bisschen mehr, was wir hier an Unrat antilgen können, ja. Das ist immer noch nicht viel. But it's better than nothing, ja. Dasselbe gilt auch für Vikonia. Die steigt jetzt auf die 3. Stufe auf. Ja, und da schaut es dann schon ein bisschen spannend aus. Weil wir bekommen nämlich den ersten Zauber des 2. Grades, ja. Und da kann man gleich so Celebration times, come on, ne? Ich mache mich immer wieder zum Deppen da, ja. Wir haben neue Zauber. 2 gleich an der Zahl und ja. Also sich alle Zauber jetzt im Detail durchzugeben, ja. Weise Worte, ja. Alle Zauber hier jetzt im Detail durchzugehen, was sie machen, würde zu lange dauern, ja. Ihr müsst mir da jetzt einfach mal so weit vertrauen, ja, dass ich euch kurz erkläre, was die ganzen Sachen machen, wie zum Beispiel Gift verlangsamen. Verlangsamt, wie der Name schon sagt, Gift. Das heißt, schwache Gifte werden einfach dadurch, also schwache Gifte werden, glaube ich, neutralisiert und starke werden verlangsamt, ja. Werden die Auswirkungen des Giftes, genau, stark verlangsamt. Gifte, die nicht außergewöhnlich stark sind, werden augenblicklich neutralisiert. Darunter fallen die meisten tödlichen Gifte. Also ihr könnt mit Gift verlangsamen zum Beispiel schon einmal die meisten Gifte in dieser Welt neutralisieren. Es gibt dann wirklich Gegner, die haben ein starkes Gift. Das merkt ihr dann daran, dass ihr einfach sehr viel schneller Trefferpunkte verliert und sehr viel höher. Also da tickt das Gift dann schon für 2 bis 3 Schaden. Aber nicht nur in einer Runde, sondern schon, weiß ich nicht, zum Minimum 3-4 Mal in einer Runde. Das tut dann schon richtig, richtig weh, ja.
Ansonsten ist was ganz Tolles. Stille macht einfach dafür, dass Zauberer in der Gegenwart, wo dieser Zauber gesprochen wird, nicht mehr zaubern können. Das heißt, die sind stumm. Und Zauber brauchen nun einmal eine, wie sagt man jetzt, Gestik. Gestik ist das hier. Ja, sie müssen sabbeln können. Ganz einfach. Ja. Nehmt es mal so, wie es ist. Ja. Und ja, Mimik wäre halt so. Das wäre ja Gestik. Ja. Ich werde auf jeden Fall hergehen mit Personen festhalten. Das war das, was diese Kopfgeldjägerin gegen uns benutzt hat. Und heilige Macht entlehnen. Was das macht, das werdet ihr dann mal sehen, wenn es so weit kommt. Ja. Mit anderen Worten, es bufft unsere Werte und zwar ins Enorme. Ja. Kurze Erklärung, mit diesem Zauber ruft er an, wenn er sein Gott an und in kürzer Zeit überirdische Macht vielleicht. Dadurch erhöhen sich seine Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution um einen Punkt für je drei Stufen. Ja. Das heißt, auf der dritten Stufe plus ein Punkt in diese Werte, auf der sechsten plus zwei, auf der neunten plus drei und das geht dann halt so weiter, bis sie maximal plus vier hat auf der Stufe 12, weil höher geht's nicht, aber das wäre bei ihr schon mal absolut powermäßig, dann würde sie zum Beispiel fast auf 25 Geschicklichkeit kommen und dann ist Viconia ein Biest. Die Frau ist nicht mehr zum Treffen. Da habt ihr dann vielleicht mit ihr so einen RK-Wert von minus 15 oder was? Also, ja. Jetzt wisst ihr, warum ich sie meine Waifu nenne, ja? Gut. Aber da das jetzt sowohl ein Twitch-Stream ist und ihr auch dabei entscheiden könnt, Leute, ich würde mich ganz gerne entweder von Khalid und Yahera verabschieden, damit ihr mal wisst überhaupt, warum ich einen Kämpfer gespielt habe, ja? Ich für meinen Fall brauche immer nur einen einzigen Magier in der Gruppe, ja? Gehe euch das einmal durch, damit ihr verstehen könnt, was wir überhaupt hier brauchen in diesem Spiel. Was halt wirklich immer wichtig ist, ist auf jeden Fall, ihr braucht einen Magier und ihr braucht einen Dieb, beziehungsweise einen Schurken. Und ihr braucht einen Kleriker. Das sind so die Must-Have-Klassen, die ihr einfach haben müsst, ja, um in diesem Spiel wirklich vernünftig vorankommen zu können, ja. Weil ein Kleriker kann heilen, ein Dieb kann euch Fallen entschärfen oder Schlösser öffnen oder die Leute bestehlen, was auch immer, sich im Schatten verstecken. Und ein Magier kann halt Unrat anrichten, ja, und euch die Kontrolle im Kampf wiedergeben, ja. Die letzten drei Plätze kann man füllen, mit was man immer an Geschmack ist, ja. Also einen Platz davon sollte zumindest ein Kämpfer sein. Das kann jetzt wirklich ganz normal ein simpler Kämpfer sein. Das kann ein Waldläufer sein, das kann ein Paladin sein. Alle können diese Rolle wunderbar erfüllen, ja. Die müssen auch jetzt nicht unbedingt zwangsweise ein Schild tragen oder so etwas, ja. Aber das ist zumindest die Gruppenausstattung, ja. Die letzten zwei Plätze ist dann reine Geschmackssache, was man möchte, ja. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier jetzt im Prinzip Hera als Magierin, Imone als Dieb, Yahera als Druidin, was quasi wie ein Kleriker gilt, Viconia als Klerikerin, Khalid als Kämpfer und uns als Kämpfer, ja. Das heißt, man könnte sagen, man verabschiedet sich von Khalid und Yahera und füllt diese zwei Slots mit was anderem auf, ja. Ach Gott, nein, da ist er. Okay, das müssen wir jetzt noch erdulden, ja. Hey da, Nuva. Ich bin Nuva. Schön hier, hä? Das ist so ein Scheißdreck. Na, schon ein paar Monster getötet? Damit ihr das wisst, ja, also ich habe mich nie wirklich schlau gemacht zu dieser Quest, ja. Der Typ ist eine Quest, aber er erscheint nicht in einem Logbuch, ja. Und back, Hände frei und let's go. Yo, servus, Jürgen, willkommen zurück, ja. Du hast nicht sehr viel verpasst, ja. Was ein Noob. Die Anspielung darauf ist richtig, ja, aber der Typ ist Trolley. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum, ja. Also er hat uns jetzt gefragt, hi, ich bin Nuba, schön hier, hä? Na, schon ein paar Monster getötet und lassen wir mal laufen, ja. Da kann ich euch eine super Geschichte erzählen, ja. Jedes Mal, wenn er uns anquatscht, und das macht er, ja. Warte mal, Baldur's Tor, ich war schon mal dort. Kommt immer dieses, hey da. Und Nico, ich kann mich da noch wunderbar lassen, hey da. Uff, ich glaube, ich bin da in was reingetreten. Ja. Frage ist, in was? In Kuhfladen oder in deinen eigenen Scheißhaufen, weil du zu blöd bist. Und ihr seht, der Typ rennt uns halt einfach hinterher. Der möchte dauernd mit uns quatschen, ja? Warum möchte er das? Man weiß es nicht. Man munkelt. Die Entwickler waren Arschlöcher. Ich habe keine Ahnung. Den Entwicklern war fad, ja? Ich weiß es nicht, ja? Töte ihn, ja?
Nuba, in der Stadt haben sie alle Steine nach mir geworfen und gemeint, ich sei ein Plagegeist. Ach, wirklich? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Nuba. Du bist richtig pflegeleicht. Du gehst keiner Menschenseele auf den Sack. Nö, du verzögerst nur gerade nur leicht meinen Stream. Aber das macht nichts. Ist schon ganz schön spät, findet ihr nicht? Dachte ich beim ersten Mal auch. Ja. So, er hat mal so eine Reihe von Texten, die er automatisch runterrattert, bis es zu einem bestimmten kommt, ja. So eine lange Unterhaltung hatte ich, noch nie. Oh, ich habe auch viel gesagt bis jetzt, ja. Was wollt ihr denn mit der großen Waffe da? Das vielleicht, Nuba? Mit diesen Farben sieht er ganz schön dämlich aus. Und hier kommt eine kleine Story. Mein Freund Nico hier im Chat, ja, hat das Spiel zum ersten Mal gespielt und ist zu diesem Typen gekommen, ja. Und ich glaube, ab dieser Frage, ja, oder ab dieser Antwort hier von ihm oder Aussage, ja, ist ihm der Geduldsfaden gerissen und der hat den Typen beinhart abgeschlachtet. Das kann man machen, ohne dafür einen Penalty zu bekommen, ja. Man kann es aber auch anders machen, ja. Und ich zeige euch wie. Kannte mal einen Burschen namens Stilby, der hat mich auch mit Stein beworfen. Werdet ihr Steine nach mir werfen? Burschi, du wirst gleich mit Pfeilen durchlöchert sein, ja? Aber hinten und vorne, ja? Genau, jetzt kommt dieser Spruch. Er sagt immer, wie wäre es jetzt? Und das geht jetzt, weiß ich nicht, wie lange. Wäre es jetzt? Ich weiß, es ist gerade reichlich langweilig, aber ich habe hier nicht viel zum Kommentieren, ja? Wäre es jetzt? Kommt schon, Leute, füllt den Chat mit, schreibt, ich will nur lesen, ja? Wie wäre es jetzt? Wie wäre es jetzt? Wie wäre es jetzt? Am besten verliebt ihr euch dabei selber. Wie wäre es jetzt, ja? Kommt schon, ja? Damit ihr mal, lassen wir Nuba seine eigene Medizin schmecken, ja? Ja, das kann man jetzt halt so machen, in der Hoffnung, dass vielleicht was passiert, ja? Wie wäre es jetzt? Wie wäre es jetzt? Ja, genau, Sion macht es richtig, ja, kommt, macht es so wie Sion, Leute. Kommt schon, ja. Aber jetzt müsste ich jetzt vielleicht so die Geil-Team einspielen. Ich werde, wie wird diese Situation sein, wo es, wenn man an der Stelle vorbeiläuft, eine große Gruppe und ein Typ stehen sich gegen und alle paar Sekunden, wie wäre es jetzt, wie wäre es jetzt, wie wäre es jetzt? Oh, ihr seid super, ihr seid ein wunderbares Publikum, ja. Wie wäre es jetzt, ja. Der Typ ist eine Geduldsprobe. Moment, ihr werdet das gleich sehen, ja. Dieser Eklige, wie wäre es jetzt? Wie wäre es jetzt, ja. Vor allen Dingen immer wieder dieses, hey da, das ist alles, was ihr hört. Hey da, und wie wäre es jetzt, ja? Das ist quasi wie ein Sanity-Test, ja? Bald war es aufregender. Auch Kanira beschwert sich schon. Hey da, wie wäre es jetzt? Ach, jetzt müsste es eigentlich gleich vorbei sein, oder? Wir haben das schon, wie wäre es jetzt? Es geht noch immer weiter. Gott, hat der Typ eine Ausdauer, ja? Komm schon. Hey da. Ja, genau, hey da, hey da, ja? Wie wäre es jetzt? Es klingt wie hey da, ja? Wie wäre es jetzt? Mann, bist du jetzt bald fertig? Komm schon. Wie wäre es jetzt? Ey, der Typ ist, der ist zäh. Der gibt nicht auf, ja? Ich will ihn mit seinen eigenen Mitteln schlagen, ja? Ich will ihn mit seinen eigenen, wie wäre es jetzt, schlagen, ja? Alter, schlacht ihn ab, ja? Nein, wir haben es geschafft. Nuba, na, eure Geduld möchte ich haben, da fällt mir nichts mehr ein, ja? Typ ist einfach eine reine Verarschung. Und dafür, dass wir das machen, bekommen wir 400 Erfahrung. Absolut Trolley. Ich kann euch nicht einmal erklären, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ja? Man kann ihn natürlich töten. Keine Frage. Ihr bekommt kein Penalty dafür. Ihr bekommt halt auch keine Erfahrung dafür. Ich glaube, ihr bekommt lediglich magische Schleuderkugeln oder irgend so etwas. Ja? Ist jetzt die Frage, was man mehr möchte. Ich habe mich jetzt mal für die Erfahrung entschieden. Ganz einfach, weil, ja, das Spiel kann am Anfang reichlich hart sein. Ja, wir haben noch einiges
Jetzt töten? Nee, Uni, der verschwindet dann, ja. Nachdem er genug von seiner eigenen Medizin gefressen hat, ja, verpisst er sich, ja. Er macht dann, was ist mit denen hier? Die haben zu viel Geduld. Ich verpiss mich. Wo ist denn jetzt die Frau hin? Weg. Oh, da war doch eben noch eine Frau, mit der man reden konnte. Okay, alles verpisst sich. Ich verstehe schon, ja. Hinterher, ja. Mit dem Zweihänder gleich so. Hier kommt die Kavallerie, ja. Okay, schauen wir uns noch einmal das Haus an und ja, Leute, jetzt wird's Zeit in Form von entscheiden, was machen wir mit unserer Truppe? Wollen wir so bleiben? Oder sagt ihr, hau ein paar Leute raus? Weil also, Imon nehme ich auf jeden Fall noch mit, weil ich brauche einen Dieb in der Gruppe, ja. Es gibt am Anfang relativ wenig Diebe. Es gibt zwei, zu denen man schnell kommt und einen, den was man erst in Kapitel 4 bekommt, den ich dann nehmen werde, ja. Aber mit Imon könnt ihr so gesehen in dem Spiel nichts falsch machen, ja. Sie hat einen sehr guten Geschicklichkeitswert, sie hat einen guten Konstitutionswert und man kann sie sogar zweiklassig machen, ja. Das heißt, wenn man wirklich die Werte weiß, ja, in Form von wie viel brauche ich in Form von Taschendiebstahl, in Form von Schlösser öffnen und Fallen finden, dann levelt man sie als Dieb auf, ja, bis zu diesem Wert und sagt dann, okay, fuck it, ich mache sie zweiklassig und sie kann dann als Magier quasi weiter aufleveln. Was wunderbar in dem Spiel funktioniert, ja, ich mache es noch nie. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass ihre Stärken mehr als Dieb da sind, als wir jetzt Magier, weil wie ihr sehen könnt, ihre Intelligenz ist auch nur eine 17, ja. Also nur eine 17. 17 ist sehr gut, ja. Aber eine 18 wäre halt profitabler, ja. Man kann eine 18 bei ihr machen, das erfordert aber sehr, sehr viel Zeit. Sehr, sehr, sehr viel Zeit. Was ist, was macht er in meinem Haus? Haut ab, sonst kriegt ihr was hinter die Ohren. Vorher möchte ich mir noch die Sachen anschauen, die du hier drin hast. Ja? Warte, schau, ich führe dich, mein Freund. Ja? Kommst du her? Du her? Auf, ja, ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das ist ja vielleicht ein Dödel, ja? Ja, das sind meine Dödel, ja? Ah, wunderbar. Das ist alles, was du hast. Das Silberring und 4 Goldmünzen. Das ist ja nicht wert, ja? Du bist nicht einmal die Mühe wert, ausgeraubt zu werden, du Affe, ja? Nur 17? Ja, ja, Uni, ich meine, guck's mal, na, 19, ja? Ach, ihr werdet sehen, wir werden am Ende des Spiels ein absolutes Monster sein, ja? Wir werden so viel Stärke haben und wir werden so viel Werte haben. Oder unsere Stärke wird quasi so hoch sein, dass wir sogar gegen die Stärke eines Drachen quasi in uns haben, ja? So, das Haus möchte ich noch auf jeden Fall untersuchen. Kann ich zumindest mit Imon, ja. Da rein? Achso, ja, ja. Ja, eine da mit dir, ja. Ah, Mädel, du stellst dich schon wieder an. Wer bist denn du? Eine Bürgerin, ja? Hallo, könntet ihr bitte leise sein? Meine Mutter schläft und ich möchte nicht, dass sie aufwacht. Was wollt ihr? Ich will all euer Geld. Gebt es mir oder sterbt, ja. Nein, ich bin nicht böse, ja. Ist ihr irgendwas über die Mine? Na, über die Mine wäre nicht schlecht, was zu erfahren, ne? Alles, was ich über die Mine weiß, ist, dass in ihren höllischen Tiefen ständig Männer verschwinden. Mein Mann arbeitet auch dort und er ist schon seit Wochen nicht mehr nach Hause gekommen. Vielleicht können wir euch helfen. Wir wollen die Mine erforschen. Beschreibt mir euren Mann. Vielleicht sehen wir ihn ja. Oh, er hat schwarze Haare, blaue Augen. Ach Gott, mit dieser Beschreibung könnt ihr ihn ja nie finden. Er heißt Joseph und er trägt seinen Hochzeitsring an der linken Hand. Es ist ein Grünsteinring. Okay, das ist zumindest einmal eine Beschreibung. Du wartest auf deinen Mann, das heißt, noch raube ich dich nicht aus, ja. Sondern warte noch dabei, ja. So, Leute, jetzt müssen wir aber eine Entscheidung machen. Jetzt muss eine Entscheidung langsam her, da. Hopp, 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 Schweinsgalopp, ja. Khalid und Yahera, sollen wir sie hier lassen, ja? Weil es gibt bessere Charaktere als die beiden, ja. Und zu viert kann ich die Mine ebenfalls durchrocken, das ist überhaupt kein Problem, ja. Weil ich möchte ganz gerne in dem Twitch, also in dem Stream, safe, ja, okay? Oder wollen wir vielleicht das so machen, dass wir Yahera bei uns lassen und nur Khalid loswerden? Das geht nämlich auch. Es ist possible, ja. Ich meine, Yahera nörgelt zwar, ja.
Aber sie ist eine gute Heilerin, ja? Sie kann auf jeden Fall für uns gute Dienste erweisen, ja? Weil hier auf der Brücke steht noch jemand, das ist quasi der beste Magier im Spiel, den ihr haben könnt. Aber der ist mit Vorsicht zu genießen, mit äußerster Vorsicht, ja? Vielleicht nichts für Leute, die was einen allerersten Playthrough machen, ja? Denn ich verschwinde jetzt. So, das, was ich jetzt noch checken werde, ist etwas ganz einfach als Shoutout für meine liebe Frau, weil die würde mich sonst hassen, wenn ich das hier nicht machen würde, ja? Oh oh, hat mich gesehen. Nein. Ich hoffe, jetzt sind keine Wachen drin, weil sonst haben wir ein Problem. Denn ich verschwinde jetzt. Gerade noch so, okay, ja. Keine Zeit für Plauderei. Oh, erschreck mich nicht so, ja? Ich finde die Gruppe okay, wenn jetzt der ein oder andere durch ein Unglück davonscheidet, ja gut. Bissl Schwund ist immer, sagt man. Bin mit dem Namen noch nicht ganz vertraut, aber der Char ganz unten sollte im Team bleiben. Du, der Char ganz unten, du meinst die freundliche Dame da namens Nira, ja? Das ist unsere Magierin im Prinzip, ja? Du sagst, sie darf im Team bleiben? Nira ist in Ordnung, ja? Mit Nira könnt ihr generell nichts verkehrt machen als Magierin, ja? Sie hat, das was sie gut hat, ist einen hohen Geschicklichkeitswert, das heißt, sie wird nicht so einfach getroffen wie andere Magier im Spiel, ja? Ich sage mal, sie gehört definitiv zu den besseren Magierinnen. Bei ihr habt ihr halt nur das Problem, dadurch, dass sie eine Hasardeurin ist, ja? Und die roten Magier natürlich auf sie aufmerksam sind. Und seht mal, da ist eine kleine Mietzekatze. Da habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht. Mit Rechtsklick auf der Maus könnt ihr da quasi die Geräusche der jeweiligen, also Geräusche, die Lines, was die Leute sagen, oder die Geräusche von Tieren halt hervorbringen, wie. Es ist halt so ein kleines, wie soll man sagen, ja, so ein kleines Easter Egg dabei, ja. Ja, also mit Nira kann man definitiv nichts verkehrt machen, ja. Ihr müsst halt nur aufpassen, ihre Magie ist einfach unbändig, das heißt, die kann einfach auch einmal nach hinten losgehen, ja. Und sich halt auch gegen euch verschwören. Allerdings hat, und das kann nur der Hasardeur, das steht halt jetzt gerade draußen, ja. Das kann nur der Hasardeur, und das ist nahe als gewagte Hexerei. Was das ist, werde ich euch dann soweit einmal erklären, wenn sie auch mal ein bisschen höhere Level hat, ja. Am Anfang ist das reines Tohuwabohu, ja. Okay, so, jetzt, und das ist quasi für meine liebe Frau, die was leider heute in dem Twitch-Stream nicht dabei ist, ja. Ich hasse den Typen, ja. Wo ist er? Ich, ohne dass du mich... kann ich, okay. Dir scheint das egal zu sein. War das vielleicht nicht, ja? Mädchen, more Mädchen. Ach komm schon, du wirst mir jetzt wohl nicht sagen, dass du das nicht öffnen kannst, Immon. Ich kann das wirklich nicht öffnen. Oh, wegen 20 Erfahrung, fick die Henne. Ich kann das wirklich nicht öffnen, jetzt fresse ich einen Besen. Ich bin bereit. Okay, wir machen es. Wenn das Geschick nicht ausreicht, ja, dann muss die Stärke ran, ja. Dann muss hier einfach jetzt mit Gewalt nachgeholfen werden, ja. Ich glaube, da nämlich ist etwas drin, was ich sehr wohl brauchen kann, ja. Nämlich recht, einer komm, Slog, du Schatten. Nein, du hast das auch nicht gekriegt. Was ist das für eine Kommode? Ich meine, ich habe 19 Stärke. Ist nämlich verscheiß ein Spiel. Das ist die gottesgleiche Kommode, ja? Die ist nicht mal mit zwei Händen reinzuballern. Ja? Na dann halt nicht. Da kommen wir halt später, wenn sie ein Level abbekommen hat. Mit du gehst doch mal da rüber. Okay, sie ist raus. Erst ein Wert von 17 und jetzt das, ja? ich mache jetzt das, was für meine liebe Frau ist. Die wird das wahrscheinlich im Nachhinein klippen, ja? Samantha, wer seid ihr? Was macht ihr in meinem Zimmer? Ich bin ein gedungener Mörder und hier, um euch zu töten. Seid also einfach still, damit ich euch in aller Ruhe die Kehle durchschneiden kann. Ich sag das jetzt, weil es passiert dann nämlich was Lustiges, ja? Ihr seid hier, um mich zu töten? Jamie, er will mich töten! Komm aus dem Schrank raus, Jamie, rette mich! Seht ihr mich an? Seht ihr mich an? Ja, du brauchst nicht so schreien mit mir, versteht ihr, ey? Der Typ kommt einfach aus der Kommode raus und geht so, seht ihr mich an, ja? Seht ihr mich an?
Was hast du vor? Geh von meinem Mädchen weg, du lüsterner Räuber. Wenn du denkst, du kannst Hand und Samantha legen und das überleben, dann weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich werde seit gut 2 Jahren bei der Garde ausgebildet und ich glaube, mit einem wie dir werde ich allemal fertig. Da war ich wohl etwas voreilig. Du wirst deine Prügel ein andermal beziehen, wenn ich nicht gerade nackt und waffenlos bin. Aber jetzt achtet mal, was sie drauf sagt, ja? Sam, mein Liebster, sogar nackt bist du nicht völlig waffenlos, ja? Techtelmechtelzeit, ja? Meine liebe Samantha, wir müssen wirklich etwas gegen deine schmutzigen Gedanken tun. Dringender ist jetzt doch erstmal zu rennen. Geht weiter! Schrei nicht mit mir! Er schreit noch immer mit mir, ich glaube, jetzt hakt's, ja? Wenn wir machen, da werden wir gleich mal. Der Wert von 17 wird da gleich mal was zum Sagen haben hier, ja? Ist eigentlich komplett obsolet, ja, dass man da mit der redet, aber ich finde einfach das Gespräch zu ulkig, ja. Kannst es immer noch nicht öffnen, ja. 20 Erfahrung und es geht sich einfach nicht aus, ja. Du Stümperin, Imon. Ich bin da kein Problem. So. Also, Khalid und Yahera. Was sagt ihr? Lassen wir sie da. Wir haben eine Klerikerin, ja. Das Wetter, ja. Waren wir schon in den Minen? Nein, ich bin auf dem Weg. Ich bin gerade nur dabei, noch eine Gruppe zusammenzustellen, Oliver. Und herzlich willkommen im Stream, ja. Weil, damit ihr das versteht, ja, oder auch nachvollziehen könnt. Im Originalspiel, also hier zum Beispiel steht einer namens Minsk, ja. Und da drüben steht jemand namens Edwin. Beide sind Leute, die ihr anheuern könnt. Und weiter oben gibt es dann auch noch diesen Rasad, diesen Mönch. Wie gesagt, ich empfehle ihm nicht. Ich finde den Mönch in der 2er Edition ziemlich kacke, ja. Er ist mehr eine Art von Hit-and-Runner, als wie das er vorne steht, ja. Und seine Werte sind auch alles andere als gut, ja. Der Mönch ist eine Klasse, der was extrem auf die Attribute abspielt. Habt ihr keine guten Attribute als Mönch, habt ihr keinen Spaß mit der Klasse, ja. Bin nur kurz dabei, weil ich aufs Gehen warte. Ach, okay, das heißt, du wartest jetzt dann, dass du von dannen gehen kannst. Alles klar, ja. So, damit ich euch das kurz erklären kann. Edwin ist der beste Magier im Spiel. Er ist der einzige Magier im Spiel, der einen Wert von 18 hat, ja. Edwin gehört aber einer Organisation an, die Nira absolut nicht gutheißen kann. Und wenn ihr euch erinnern könnt, das waren die roten Magier von Tai. Edwin ist ein roter Magier von Tai. Und Handy, hört auf, dauernd was irgendwie im Discord da herum zu posten, ja. Uni hat, glaube ich, irgendwas geklippt. Ich sehe jetzt nur den Clip dabei, aber nicht was, ja. Und was auch noch ist, Edwin hat eine Nebenaufgabe für euch. Die müsst ihr machen, so schnell wie nur irgendwie möglich, ja. Die, was aber gleich wieder etwas zum Tun hat, mit den anderen namens Minsk da oben, ja. Minsk hat ebenfalls eine Aufgabe. Das heißt, diese drei, Minsk, Edwin und Nira, sind miteinander verknüpft. Der eine kommt mit dem anderen nicht aus und sie kommt nicht mit ihm aus, ja. Das heißt, man muss sich entscheiden, wen möchte ich, ja. Und was noch dabei ist, ja, ist, Edwin möchte, dass wir jemanden töten und diese Minsk... Stadt ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Ja, Hera, du bist aber jetzt da gleich voll drauf, ja? Du hast das geklebt. Danke, Theoni. Da wird dir meine liebe Frau sehr danken, ja? Und auch Minsk hat eine Nebenaufgabe, die was sowohl auch mit Edwin zu tun hat, ja? Und auch hier ist wieder so gesagt, Minsk ist quasi der beste Kämpfer im gesamten Spiel, ja? Seine Werte sind zwar schlecht, aber das, was der kann, ist draufhauen, ja? Das Problem ist nur... Ich kann besser draufhauen als er. Allerdings würde mich meine Frau hassen, wenn ich Minsk nicht mitnehmen würde, ja? Aber wir werden es jetzt mal so machen. Ihr seid dafür. Khalid und Yahera bleiben da. Es ist nicht so, als ob sie dann weg sind. Man kann sie jederzeit wiederholen, ja? Aber nur diese Pantalons sollte ich vielleicht wieder weggeben, ja? Weil die können sehr wohl nützlich sein, ja? Die könnte man auch Minsk nicht mitnehmen. Ja, es ist eben das. Minsk ist einfach so gut, ja. Und da kommt nämlich das allergrößte Problem bei diesem Spiel, was ich halt vorher ansprechen wollte. All diese Charaktere, die man anheuern kann,
leveln quasi mit euch im Level mit, ja. Das macht es halt insofern in der Enhanced Edition so weit nützlich, dass diese Charaktere nie verfallen. Das war im Originalspiel nämlich nicht. Wenn ihr Minsk nicht angeheuert habt oder nie angesprochen habt und ihr sagt, ihr wart dann schon Stufe 9 oder so etwas und ihr seid zu ihm gegangen, dann habt ihr ja Stufe 1. Ja, wie weit ein Stufe 1 Charakter natürlich im Endgame hilfreich ist, könnt ihr euch selber vorstellen, ja. Und hier kommt aber das zweite Problem, ja. Er levelt zwar mit, aber das Spiel ist da ein bisschen eigensinnig, ja. Das Spiel hat quasi eine vorprogrammierte Art und Weise, wie Minsk sich levelt und skillt. Minsk zum Beispiel kann wunderbar mit einem Zweihänder agieren, ja. Er wird aber dann irgendwann so weit hergehen, dass er zum Beispiel sagt, er nimmt nicht den Zweihänder, sondern er nimmt dann, glaube ich, den Langbogen, ja. Das heißt, ihr habt keine Wahl darauf hin, wie ihr ihn skillen könnt, ja. Das ist nämlich eure freie Entscheidung. Wenn ihr sagt, na, Minsk soll jetzt nicht dann mit Zweihänder kämpfen, sondern er soll dann den Streitkolben benutzen, dann ist eure Chance verspielt. Das Spiel hat da automatisch ein Skript drin, dass ab dem Level hat er einfach diese Fertigkeitspunkte, ja. Aber gut, wir wollen es nicht zu lange machen. Wir werden uns von Khalid und Yahera verabschieden. Sie waren ganz nett, aber Khalid ist einfach für mich zu schwach und Yahera ist einfach zu nörgelnd, ja. Wir werden sie anpassen, ja. Wir werden die Gruppe neu formieren. Yahera, tschüss. Weil wenn Yahera geht, geht automatisch Khalid, ja. Ja, ich zweifle an der Richtigkeit eures Urteils. Danke, Wiedersehen, ja. Und wir sind somit nur noch mehr zu viert unterwegs, ja. Ah, so schnell kann es gehen, ja. Und trotzdem bin ich nur mit Frauen unterwegs, kommt mir gerade. Ich glaube, ich brauche noch einen Mann in der Gruppe, ja. Mir vorher noch gar nicht aufgefallen, dass wir hauptsächlich Frauen dabei bei uns hatten, ne? Gut. Aber lange Rede und überhaupt keinen Sinn. Wir bleiben jetzt erst einmal so mit dieser Gruppe, ja. Zufall, ja. Ja, mir ist es gar nicht aufgefallen, ja. Ihr habt euch für die Leute entschieden, nicht ich. Meine einzige Wahl fiel auf Viconia. Die habe ich ins Team reingeholt, ja. So, wir werden zu den Minen von Nashkel gehen, ja. Oh boy, sieh an. Ein Event. Gruße und wohlan. Wohlan, Reisender. Reisender? Ach, das ist das Netteste, was ich seit Wochen gehört habe. Mir gefällt deine Stimmlage nicht. Diesen hier sollten wir zuletzt töten, Sanjak. Er hat so gute Manieren. Ihr könnt es gerne versuchen, Elf. Jetzt mal ganz ruhig. Es gibt keinerlei Grund für das Aufkommen von Gewalttätigkeiten. Übergebt uns eure Besitztümer, dann könntet ihr überleben. Na, nur über unsere Leiche, oder? Was meint ihr? Das lassen wir uns nicht gefallen. Kommt und holt sie euch, ja? Khalid ist auch kein Mann. Ja, Khalid ist ein Jammerlappen. I agree, Motion Maker, ja. Ihr solltet auf Sanjak hören, mein Freund. Möglicherweise habt ihr bereits unsere Verbündeten bemerkt, die eben jetzt, während wir miteinander sprechen, mit Pfeilen auf eure Herzen zielen. Zieht eine Klinge und sie werden euch niedermachen. Wenn ich schon sterbe, werde ich euch wenigstens mitnehmen, ja? Dann nehmt euch, was ihr wollt und von mir aus erstickt dran. Nein. Wir wollen den Kampf, Leute. Wir wollen den Kampf. Fight! Ja, ich lese da schon die richtigen Töten. Töten! Auf sie mit Gebrüll, ja? Also gut. Leert eure Taschen und... Was ist denn da hinten los? Oh, damn. Das ist unmöglich. Sanjak, Dorothea. Ich habe geschworen, dass ich eines Tages das Leben aus euch herausquetschen würde. Heute ist dieser Tag. Erinnert ihr euch noch an ihn? Aus dem freundlichen Arm, ja? Ein gewisser Dorn, ja? Wer ist das? Dorn, ja? Ja, Nico, du und Uni, ihr versteht sich sehr gut, was die Entscheidungen angeht. Aber ich finde das toll, ja? Klingt nach einer ziemlich verlogenen Truppe hier, ja? Ich habe nur Befehle befolgt, ist die Ausrede eines Feiglings. Und ich habe nicht vergessen, was ihr gesagt habt,
als ich eure Annäherungsversuche zurückgewiesen habe. Ah, da war wieder die Liebe im Spiel auch, ja, ich verstehe. Was für Annäherungen? Sie würde sich nie mit einem Halborg einlassen, schon gar nicht, solange sie mich hat. Ihr habt euch nicht verändert, Dorn. Ihr seid genauso dumm, wie ihr hässlich seid. Boah, der ist harsch, ja. Senjak war der Erste, der Simeon zugestimmt hat. Er hat euch schon immer gehasst. Aber ihr wisst doch, dass ich nichts so empfunden habe. Dorothea, was sagt ihr da? Ah, natürlich. Ein Ablenkungsmanöver. Aber scheinbar ist dieses grobschlächtige Halbblut für das Aufgehen des Plans zu einfältig. Vorwärts, Männer! Na, da ist die Situation ein bisschen hier am Eskalieren, ja? Besonders was diesen Dorn angeht. Nicht zwangsläufig. Wir haben euch schon einmal geschlagen, Dorn. Und wir können das jederzeit wiederholen. Zum Angriff! Na dann, zum Angriff. Attack! Attack! So, wen soll ich zuerst töten? Mir lechzt es nach. Dorothea, oder was? Ja? Ich glaube, das ist sie hier. Was ist bei einer Maus los? Hallo? Ah, okay. Dorothea, Senjak und wir haben zwei Räuber. Den Rest hat quasi dieser mysteriöse Dorn schon erledigt, ja. Ach komm, du prügelst da mal drauf, ja. Sollte alles nicht so die Schwierigkeit. Ihr geht's mal dorthin, ja. Und verpulvert's mal bitte nicht. Oh wow, der ist schon umgeflogen, ja. Senjak erleidet 19 Schaden durch Klinge von Slog, stirbt. Mit was habe ich getroffen? Er hat eine RK von 2. Das macht eine... Ah, na, das ist Dorn, ja. Hab ich gewürfelt gehabt, ja? Gar nichts. Brauch nicht würfeln. Sehr gut. Finde ich toll. Würfeln wird überbewertet, ja? Ich will jetzt nicht zu sehr meine ganzen Zauber verbraten, weil ich die noch brauchen werde, ja? Ach so, sie zaubert schon wieder, ja. Das muss ich noch auf jeden Fall umstellen, ja? Habe ich beim letzten Mal vergessen, ja? Perfekt, ja? Und dann noch auf dich, ja? Ihr habt euch tapfer geschlagen. Ja, das habe ich, ja? Oder hättest du nicht gedacht, dass ich jetzt mit diesen Schwachwarten fertig werde? Wer seid ihr? Was lief da zwischen euch und diesen Banditen? Mein Name ist Don Gilkan. Und ich habe eine alte Rechnung beglichen. Ich habe diese beiden nun schon seit über einem Jahr gejagt. Zwei erledigt, zwei stehen noch an. Eine erfolgreiche Jagd. Ich bin dann mal weg. Was genau war das, als ihr sie niedergestreckt habt? Ich sah eine Art Geistererscheinung. Gut, das ist nicht so wirklich gar rübergekommen, weil er halt außerhalb des Screens war, ja. Aber an einer Stelle hat es mal ganz kurz so, weiß ich nicht, ist so eine Art Geist hochgekommen, das ist quasi damit gemeint, ja. Das geht euch nichts an, außer ihr sucht nach einem starken Waffenarm, der euch unterstützt. Und ziemlich beeindruckt und könnte einen Mann wie euch gut gebrauchen. Ich verstehe, nun dann, lebt wohl, Dorn. Ha, Leute, was meint ihr, ja? Dorn ist einer von den neuen Charakteren. Wollen wir ihn mitnehmen? Ich kann euch sagen, Dorn ist neben Minsk der stärkste Kämpfer, ja? Den man haben kann. Auch er ist ein Halborg, ja? Ja, schreibt Nico, ja? Ajo, why not? Okay, Feuerwort in Gottes Namen, ja? Ja, der bin ich. Ich bin Slog, der Berüchtigte, ja? Ich habe von euch gehört, von euren Fähigkeiten. Mit euch zu reisen könnte bei meinem Rachefeldzug hilfreich sein. Und meine Kraft wäre für euch sicher von Nutzen. Eventuell, aber bevor ich eure Unterstützung annehme und euch entgehen soll, die meine anbiete, bei wem genau wollt ihr euch rächen? Ja, er sagt, er ist auf einen Rachefeldzug, ja? Also dann, eine ganze Truppe nur bestehend aus Halborgs. Naja, zwei zumindest. Also ich und Dorn, ja? Aber zu Dorn sage ich gleich noch was, ja? Und das Finale wird dann Halborg versus Halborg, ja? Schauen wir mal, Uni, ja?
Und es tut mir leid, irgendwie rennt da immer noch Kampfmusik. Ja, das ist gerade etwas irritierend, ja. Ich verstehe, Verrat muss bestraft werden. Ihr könnt mich auf meinen Reisen begleiten, Thorn, ja. Und warum braucht ihr meine Hilfe? Ihr scheint allein ganz gut zurechtzukommen. Eine interessante... Ja, wir gehen wir damit, ja. Ich habe ein zunehmend ungutes Gefühl, was diesen Kerl angeht, Slog. Werden wir das, Thorn, ja? Tja, wir haben Thorn in der Gruppe, Leute, ja? Und wie ihr sehen könnt, hat sich unser Ruf wieder verschlechtert, weil wir nämlich mit einem Halborg reisen und auch Halborgs haben dasselbe quasi, wie es bei einem Drow ist, ja? Das heißt, ja, nicht gerne gesehen, aber guckt euch jetzt einfach einmal diese Werte an. Das zeigt doch wieder mal, dass die Bösen hier die Hosen anhaben in dem Spiel. 19 Stärke, so wie wir, 16 Geschicklichkeit, könnte besser sein, Konstitution 14, das ist reichlich schlecht, ja. Aber er hat 16 Charisma, ja, was ihn als hervorragenden Anführer quasi macht, ja. Mal abgesehen davon, dass er halt natürlich auch böse ist. Und er ist ein finsterer Streiter, ja. Etwas, was es quasi nur in der Enhanced Edition gab, ja. Es könnt ihr quasi so etwas sehen wie eine Art Anti-Paladin, ja? Oder wenn man es jetzt da anders vergleichen möchte, ein Dunkelritter im Prinzip, ja? Also er bezieht, anders als ein Paladin, seine Macht nicht von einem Gott, sondern von einem dämonischen Wesen, ja? Aber glaubt mir, Thorn ist mächtig, übermächtig, ja? Wir gucken uns mal an, was er hat. Er hat nämlich mal von Anfang an schon mal ein magisches Schwert namens Rancor Plus One, ja? Kann auch nur Thorn benutzen, das heißt, ich kann das nicht ablegen. Nein, ich kann... Echt? Ich kann das sogar benutzen. Wow! Das wusste ich gar nicht. Dieser ebenholzfarbene Zweine, das Schriftzeichen übersehen, die ihr nicht entziffern könnt. Wenn Thorn... Ah, da ist der Hund. Wenn Thorn Ilkhan ihn führt, gibt die Klinge ein leises Summen von sich. Jeder, der guten Herzens ist, wird von Gefühlen der Schuld und Beklemmung überwältigt, sobald er den Griff berührt, ja? Also kann es... doch nur Thorn führen. Das können wir gleich mal ausprobieren. Ich kann es, aber es macht halt... Es setzt mein ETW 0 runter, ja. In die Gruppe aufgenommen, direkt abzocken, ja. Ja. was macht die Klinge? Die hat nämlich eine ganz besondere Sache. Und zwar, sofern Thorn die Waffe führt, da ist es, ja. Erhöht jeder verursachte Tod den ETW 0 Bonus für 24 Stunden um minus 1, ja. Das heißt, tötet er ein Wesen, sinkt sein ETW 0. Das heißt, je mehr er tötet, desto besser trifft er, ja. Und lasst mich euch sagen, der Typ metzelt sich quasi nur durch die Horden durch, ja. Wenn man ihn richtig spielt und ihm die richtigen Sachen gibt, er ist auch eine hervorragende Möglichkeit, ja, quasi als Tank zu fungieren, weil er ist der Einzige. Deswegen habe ich gemeint, es ist so wichtig zu überlegen, welche Charaktere man sich nehmen möchte. Ihr seht, er ist ebenfalls mit Zweihänder geübt, genauso wie im Zweihänder-Kampfstil. Hat nur den Unterschied, er wird nie mehr als zwei Punkte haben, weil er ist halt nur ein Paladin und kein Kämpfer, so wie wir. Wir können uns meistern darin, weil wir sind halt Slog, der chaotisch-neutrale Halborg, ja. Aber in was ihr jemanden Skills oder Fertigkeiten reingebt, das ist ganz eure Entscheidung, ja. Aber mit ihm, den gebe ich mal ganz vorne hin, ja. Verwegene Wahl. Verwegene Wahl. Sollen wir aber erst einmal schauen, was ist wegen Loot? Was gibt es denn so an Loot, ja? Was Blaues. Was Blaues ist immer schön, ja, das hat der Corbin gern. Und noch ein blaues Schild, ja. Versucht, Schritt zu halten. Ja, wir sehen jetzt werdet ihr die ganze Zeit halt Thorn hören, ja, weil er ist immerhin an erster Stelle, ja. Wohl eher Snob, ja. Die Gruppe. Wieso Snob, ja? Was ist so Snob-mäßig, ja? Betretet die Mine von Nashkel. Na wunderbar, das werden wir auch machen, ja? Auf jeden Fall möchte ich noch in diesen Stream, ja? Wie spät haben wir es denn jetzt? Boah, wir gehen jetzt auch schon auf 22 Uhr hin, ja? Bist du halt wirklich noch streamen, Uni, ja? Das kann spät werden, ja? Du gerade mit, wir können es meistern. Achso, wir können es meistern, ja? Ja, das ist so, als Kämpfer können wir das meistern. Wir werden erstmal eine Stufe aufsteigen mit Immun. Das wird auf jeden Fall nützlich sein, beziehungsweise sehr wichtig sein auch, ja.
Und zwar möchte ich Fallen finden 50, Schlösser öffnen 60, ja. Warum quasi die Werte gleich so hoch, das werde ich euch dann später erklären, ja. Weil das Spiel fängt jetzt langsam dann an, knackig zu werden, das sage ich euch, ja. Es kann jetzt dann schon ziemlich schwierig werden, ja. Auch in Form von den Gegnern, ja. Was haben wir denn da alles drin, ja? Ah, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das werden wir dann auf jeden Fall auch benutzen müssen, ja. Okay. Weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. Sagt an. Nicht irgendwo noch einen Helm gehabt, ja? Well, ich habe den Helm vergessen, ja. Ah, ist wurscht, ja. Who cares, ja. Und was Dorn auch noch kann, ja? Er hat nämlich hier unten rechts, ja, besondere Fähigkeiten, ja, und zwar kann er einmal die Waffe vergiften und er kann Gesundheit absorbieren. Fügt einem Gegner 2 Punkte Schaden pro Stufe zu und heilt gleichzeitig beim Aussprechen die gleiche Menge von Schadenspunkten bei sich selbst. Das heißt, er fügt Schaden zu und heilt sich damit, ja. Extrem mächtige Fähigkeit, wird halt mit der Zeit auch dann immer stärker, je höher er im Level wird, ja. Genauso wie das einen Gegner vergiften kann, ja. Macht halt prinzipiell das, was er sagt, von Stufe 1 bis 4. Wenn dem Opfer ein Rettungswurf gegen Tod misslingt, erleidet es einen Schadenspunkt pro Sekunde durch Gift für 6 Sekunden. Und das wird halt dann immer stärker. 5 bis 8, einen pro Sekunde für 12 Sekunden. Ein Rettungswurf, nein, also erleidet 2 Schadenspunkte. Das geht dann halt immer so weiter und so weiter, ja. Und er lernt dann auch noch andere Sachen. Ich höre zu, fürs Erste. Untote bannen, das ist was ich euch vielleicht später noch erklären kann. Jetzt möchte man noch einmal schauen, dass man vielleicht gleich mal so die Sachen benutzen können, was es hier so gibt, ja. Hey, ich habe vergessen, mir die Waffe wieder zurückzugeben. Jetzt stehe ich da mit den Fäusten mitten im Kampf, ja. Hattest du nicht irgendwo? Ach, ich hätte den Plattenpanzer von Khalid nehmen sollen, ich Trottel. Naja, ist wurscht, ja. Du auf das hier, du auf die hier und ihr drei schlagt auf das, ja. Perfekt. Optimal. Optimal, ja. Was gibt's da drin? Bisschen Gold, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon gebracht, ja. Ein Heiltrank. Ja, wieso denn nicht, ja? Perfekt, ja. Also, wir sind jetzt auf jeden Fall in der Nähe der Mine, ja. Die befindet sich, glaube ich, gleich hier unten im Süden, ja. Vorher möchte ich trotzdem noch das Gebiet hier aufdecken, weil hier gibt es nämlich eine Nebenquest, die was man halt gleich machen kann, ja. Wo man quasi sehr früh im Spiel das mächtigste Langschwert bekommen kann. Und unter anderem gibt es ja auch noch einmal ein kleines Secret, ja. Moment, nicht, dass da eine Falle ist, ich speichere nur. Weil ja, Sachen in dem Spiel können mit einer Falle belegt werden, ja. Das ist reichlich arschig, ja. Ja, okay, ich gehe jetzt nicht mehr weiter. Aber hier, this way. Und vielleicht geht es ja noch aus, dass wir ein Level Up bekommen. Das wäre nicht schlecht, ja. Immun ist ganz gut, ja. Weil man kann zum Beispiel hergehen und quasi sagen, man wäre jetzt im Kapitel 2, würde man sich jetzt einmal so, ja, ein bisschen die Karte erforschen oder man könnte ein paar andere Nebenaufgaben machen. Das Spiel lässt sich da wirklich sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Freiheiten, was das angeht, wie ihr quasi dieses Spiel erleben wollt. Ja. Ich möchte aber jetzt hier nicht nur durch quasi Nebenquests immer leveln oder was, sondern ich möchte halt einmal schauen, dass wir ein bisschen in der Hauptstory vorankommen und die Mine alleine wird uns definitiv auch nochmal so circa 2 Stunden beschäftigen, ja. Aber somit bin ich wenigstens in diesem Stream von heute so weit, ja, dass ich das Ganze mal, also zumindest dort angekommen bin, wo ich denn gerne hin wollte, ja. Versucht Schritt zu halten. Weil, Dorn, du hast nur sage und schreibe 10 Trefferpunkte, das ist reichlich wenig. Richtig, richtig wenig, ja. Aber hey, war das nicht gerade ein Ghoul? Ein Ghoul, sehr gut. Da kann ich euch nämlich gleich zeigen, wenn das funktioniert, was ein Kleriker noch kann, ja. Nämlich nicht nur heilen, sondern auch
Geht sie bitte da nach hinten? Wir wollen einmal zeigen, was ein Kleriker nämlich kann, ne? Und zwar das hier. Ein Kleriker kann, wenn man hier drauf geht, Untote verbannen, ja? Das heißt, dass die Untoten dann gezwungen sind, quasi von diesem Kleriker wegzulaufen, ja? Und nicht mehr agieren können, was äußerst praktisch ist, ja? Jetzt wollen die mich wieder anquatschen, mitten im Kampf. Ihr da, bleibt stehen. Verzeiht mir, wenn ich euch belästigt habe. Ihr solltet euch der Gefahr bewusst sein, in der ihr euch befindet. Es gibt Monster hier, welche mit Hundeköpfen. Ich rate euch nach Naschkel zurück, zu denen, wo ihr sicher seid. Eigentlich sind wir Abenteuer und hier, um zu helfen. Vielleicht könnt ihr uns erzählen, was in dieser Gegend so los ist. Wir könnten sicher noch ein paar Kämpfer gebrauchen. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr hin müsst, geht einfach nach Nordwesten. Dort oben ist die Mine. Emerson erzählt euch vielleicht, dass er keine Hilfe bräuchte, aber hört nicht auf ihn. Wir brauchen so viel Hilfe, wie wir kriegen können. Sonst noch was? Ja, es gibt da diesen verrückten Kerl. Ich glaube, er nennt sich Prism. Er arbeitet an einer Skulptur in einer Klippe. Ziemlich versponnen, wenn ihr mich fragt. Wir sehen uns dann später. Okay, aber das kann man sich ja vielleicht anschauen, ne? Wenn der ganz unten im Süden ist. Das ist das einzige Nervige ist dann halt nur, wenn man da als Kleriker ist. Das Vieh rennt dann halt die ganze Zeit herum. Und rennt eigentlich nur von einem davon. Ansonsten macht es dann nichts mehr, ja? Außer man treibt es in die Enge. Dann geht es auf einmal wieder, dass es halt, ja, bei Sinnen ist. Aber man kann es immer wieder vertreiben, ja? Das ist gerade bei größeren Gruppen gegen zum Beispiel Skeletten oder sonst irgendwas, ist das sehr hilfreich, ja? Da die doch immer mit Wurfwaffen... Also doch immer mit Wurfwaffen unterwegs sind, ja? Und sollte es mal sein, dass ihr eure Formation durcheinander gebracht hat, ja? Dorn, das macht mir ein bisschen Angst, ja, weil... Ah, wir machen es erst noch mal so. Geh du mal vor, ja? Dorn, du gehst hier hin. Boah, da seht ihr auch Dorn. Also er schlägt zu wie ein König, ja? Warum hat Dorn eigentlich so viel weniger Leben als du? Naja, erzähle ich dir gleich, Uni, wenn wir den Kampf hier überleben, ja? Auch wenn es nur Wölfe sind, ja? Ist eine gute Frage, ja? Warum hat Dorn so viel weniger Leben als ich, ja? Wie man sehen kann, ich habe 30 Leben, er hat 10 Leben, ja? Ich habe euch ja gesagt, dass die Charaktere im Prinzip immer mitleveln, ne? Es wird quasi immer eine Stufe runtergenommen von der, was du bist. Das heißt, ich bin jetzt Stufe 2, Dorn bekommt ihr dann auf Stufe 1, ja? So. Dorn hat einen Konstitutionswert von 14, ne? Wir haben einen Konstitutionswert von 19, ja. Ab einem Wert von 15 in Dungeons & Dragons 2.5 bei einer Kämpferklasse, ja. Könnt mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, ja. Bekommt man einen Bonus auf die Trefferpunkte. Deutlich hier zum Erkennen, wie man sieht, ich habe 9 von 10 Trefferpunkten. Er bekommt 10 Trefferpunkte pro Level. Aber das ist quasi, müsst ihr euch vorstellen, jede Klasse hat ihren eigenen Trefferwürfel, ja. Ein Paladin hat einen W10-Trefferwürfel, ein Krieger hat einen W10-Trefferwürfel. Ich glaube, der Barbar ist der Einzige, der einen W12 hat, ja, also an Trefferpunkten. Das heißt, der Barbar ist derjenige, was die höchsten Trefferpunkte pro Stufe bekommen kann, ja. Zum Beispiel der Magier hat überhaupt nur einen W4, das heißt, er kriegt 4 Trefferpunkte, ja. Der Kleriker hat einen W8. Und der Dieb hat einen W6, ja. Ich habe das halt jetzt so eingestellt, dass sie immer das Maximale an Trefferpunkte bekommen. Wenn man jetzt wirklich Pen and Paper spielt, muss man quasi dafür würfeln, ja. So, Dorn hat keinen Bonus für die Stufe, ja. Wir schon. Wir bekommen plus 5 Trefferpunkte bei einem Level-Up, ja. Das heißt, wir haben mit 15 Trefferpunkten begonnen, haben eine Stufe schon, ja. Also quasi ein Level-Up bekommen. Und haben deswegen 30, ja? Das heißt, beim nächsten Level-Up, wo Dorn auf Stufe 2 kommt, was wir ja sind, hat er nicht 30, sondern 20, ja? Das heißt, es macht halt durchaus Sinn, wenn du ein Krieger bist, ja, viel in Konstitution reinzustopfen. Weil mehr Konstitution, more life pool, ne? Und man kann halt länger im Kampf drin stehen bleiben, ohne dass man gleich sagt, oh hoppala, ja, mit dem nächsten Angriff muss ich schon befürchten, quasi aus den Latschen zu fliegen, ja? Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen uns einen Halborg, ja, auch wenn das so ein typischer Stereotype-Charakter quasi ist. Wir sind so ein Halborg, der einfach vorne steht, ja.
Okay, merci für die Erklärung. Ja, keine Ursache, ja. Ich habe ja gesagt, ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. Kobolde. Kobolde nix gut, ja. Kobolde böse. Richtig böse. Die schießen mit Pfeilen. Wäre jetzt kein Problem, wenn ich jetzt Stufe 3 oder 4 wäre oder so, ja. Aber Kobolde haben die besondere Meinung, immer im Grudel ist auch gut, ja. Im Rudel aufzutreten, ja. Meistens zu zweit, zu dritt, zu viert oder gerne auch mal zu sieben, zu neun, zu zehnt, ja. Ah, ihr seht, ich könnte ewig sabbeln über das Spiel, Leute, ja. Es gibt für mich so viel zum Erzählen, so viel Begeisterung, die für mich in diesem kleinen, verpixelten Spiel eigentlich vorhanden ist. Boah, Dorn, du bist auch skrupellos. Das wird kein schneller Tod, ja. Aber schlecht, wenn das kein schneller Tod wird, ja. Also unsere Gruppe ist schon sehr merkwürdig, Leute. Ich meine, wir haben einen chaotisch-neutralen Kämpfer. Heißt so viel wie, er tut und lasst, was er... Er denkt nicht mal nach, ob er gut oder böse handelt, ja. Wir haben eine chaotisch-neutrale Magierin, ja. Macht irgendwie Sinn bei ihr, weil durch ihre Magie kann sie halt nicht wirklich beeinflussen, ob jetzt was Gutes passiert oder nicht, ja. Im Grudel? Ja, natürlich. Ein Grudel, ja. Eine Form aus Grundel und Rudel, ja. Und ich glaube, ein Grundel ist eine Fisch, ist ein Fisch. Haben wir eine neutral-böse Klerikerin, ja. Eine neutral-gute Diebin, die muss sich absolut verloren in dieser Gruppe fühlen, ja. Und einen neutral-bösen, halb-Org-finsteren Streiter. Ja, holy hell, da fällt mir nichts mehr dazu ein, ne? Arme Imon. Ja? Was? Alter, okay, wartet. Bitte wartet, ihr müsst mir helfen. Sie sind hinter mir her, sie werden bald hier sein. Beruhigt euch, erzählt uns, was los ist, wir werden sehen, ob wir euch helfen können. Es sind Kobolde, Dutzende von ihnen. Sie haben mich gefangen und ausgezogen. Diese dreckigen Teufel haben mich gefoltert. Nur um mich schreien zu hören, aber ich bin entkommen. Sie werden bald hier sein. Wir müssen weglaufen. Raus hier. Oh nein, sie spielen. Sie sind da. Wo? Oh. Das ist auch nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Sänger der Nacht. Gebt mir Kraft. Bitte nicht auf die Nira. Ah, okay. Dankeschön, ja. Wieso müsst ihr gleich direkt neben mir spawnen, ja? Ja, also da muss ich Moshimaker recht geben, ja. Imon hat eigentlich ein gutes Herz, ja, und dabei ist er gesagt, hast du Baldur's Gate 2 gespielt, Imon, ja? Ja, Siano, es ist absolut wahr. Es ist ein richtig seltsamer Haufen, ja. Aber hierzu sei gesagt, in Baldur's Gate 1 sind die Charaktere jetzt... Also das ist etwas, was es damals halt noch nicht so gab. Ja, meistens hast du ja in irgendwelchen RPGs gehabt, okay, der Typ hat sich deiner Gruppe angeschlossen, die hat sich deiner Gruppe angeschlossen, ja. Ein X-Wart, das ist nicht so schlimm, ja. Da kann ich das ruhig weitererzählen, ja. Aber was damals halt neu war zu dieser Zeit, ja, war ganz einfach, dass gewisse Charaktere nicht miteinander ausgekommen sind. Das war etwas, was es damals noch nicht gab, ja. So wie zum Beispiel... Wie Viconia oder Dorn, ja. Wenn zum Beispiel bei uns der Ruf zu hoch wird, ja, dann gehen die. Die sagen einfach, Junge, du bist mir zu schmalzig, ja. Diese ganzen guten Taten gehen mir einfach gepflegt auf den Sack, ja. Ich will Action, ich will metzeln, ja. Und dann gibt's aber halt auch wieder die, die was sagen, ich gehe nicht mit dieser Gruppe spazieren, solange der da in der Gruppe ist, ja. Nö, halte ich nicht aus, ja. Geht gar nicht, ja. Und sowas hat's damals zu der Zeit, ich meine, das ist heute nichts Besonderes mehr, ja. Aber das hat's damals so, müsst ihr denken, so 1996, 97, ja, um den Dreh, hat so etwas nicht gegeben, ja. Hast du mich gerade Imo? Habe ich dich Imon genannt, ja? Weiß nicht, wenn ja, es tut mir leid, ja. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du bald das G2 gespielt hast, ja, weil da ist Imon ja doch anders, ja. Jetzt bin ich zumindest einmal an Ort und Stelle angekommen, wo ich hin möchte. Okay, damalige Verhältnisse ist das schon beeindruckend. Ja, ja, heute ist es nichts Besonderes mehr, ja. Aber dass du halt wirklich eine Gruppe hattest, die du selbstständig zusammenstellen konntest. Ich vergleiche das jetzt mit Final Fantasy oder so, ja. Da gab es halt nicht die Wahl in Form von, hey, ich bin jetzt da, willst du, dass ich mich mir anschließe? Du kannst halt sagen können, nö. Aber er war halt trotzdem da. Das war halt deine Wahl, ob du ihn benutzt oder nicht, ja.
Hier habe ich die freie Wahl. Ich kann jederzeit sagen, nö, den will ich nicht, der gefällt mir nicht, nee, der ist scheiße oder was, ja. Und da war es aber dann halt so, ja, dass man zum Beispiel wie Minsk und Edwin. da könnt ihr euch auf was gefasst machen, ja, oder Nira und Edwin, ja. Auch Viconia hat quasi immer einen Gegensatz dazu. Es sind sogar zwei Gegensätze, glaube ich, ja. Aber die beiden anderen Nebensätze von ihr nehme ich meistens nie mit, weil die finde ich halt wirklich schmoll. Also, der eine ist noch ganz okay, der ist gut, ja. Aber der andere ist mir zu schmoll. Ich nenne es jetzt absichtlich schmoll, ja. Wenn ihr wisst, wenn ihr Monty Pythons Leben des Brian gesehen habt, dann wisst ihr, was ich mit schmoll meine, ja. Könnt ihr euch jetzt richtig formieren da, ihr Eierschädeln? Gute Güte, es kann ja nicht so schwer sein, sie in Ort und Position zu bringen hier, ja. So, hier ist dieser Prism und diese Nebenaufgabe möchte ich noch ganz gern machen, ja. Bevor wir in die Minen schnallen, ne. Ja, genauso oft wie Baldur's Gate 1. Und ja, in Baldur's Gate 2 ist sie anders, was man ihr aber natürlich nicht verübeln kann. Ja, aber halt, bitte gesagt, keine Spoiler, aber ich glaube, das weißt du eh, das muss ich dir nicht sagen, ja. Ihr seid ja alle ein ehrlicher Haufen, ja. So, ich würde es dann so machen, Leute, ich würde ganz gern diese Nebenaufgabe hier noch angehen und dann eine kurze Pause machen und mich dann in die Minen begeben, ja. Wunderbare Kreatur, du bist mein Meisterwerk. Ich hätte dieses Smaragde nicht stehlen sollen, aber ich wusste mir keine andere Möglichkeit, den erhabenen Glanz deiner Augen Ausdruck zu verleihen. Ich habe getan, was getan werden musste. Ich habe meinen Laden verlassen, alle meine Aufträge vergessen und alles Geld ausgegeben. Ich muss dich vollenden. Warte, da ist jemand. Wer seid ihr? Der unerbittliche Graulwolf hat euch geschickt, nicht wahr? Moment mal, mit Graulwolf hatten wir ja noch was, ja? Und auch hier kann man wieder vorgeben, Graulwolf zu sein. Aber nein, wer ist dieser ominöse Graulwolf? Wir kennen niemanden namens Graulwolf und wollen auch nichts mit ihm zu tun haben. Denial sei Dank, ich fürchte schon, es wäre um mich geschehen. Ich bin für ein Leben auf der Flucht nicht gemacht. Möchte dir vielleicht einem Bildhauer von geringem Verstand helfen, sein Götterbild zu vollenden? Bitte wacht hier, Graulwolf kommt bestimmt hierher, denn er hat es auf die Belohnung für die Edelsteine abgesehen. Ich gebe euch alles, was ich noch besitze, wenn ihr mir nur diesen einen Gefallen tut, ja? Wenn euch das so viel bedeutet, werden wir euch beschützen, so gut wir können. Man kann hier im Hintergrund sehen, der macht hier so eine Art Skulptur, also der ist so ein Bildhauer, ja. Helfen wir mal einfach den Künstler, oder? Hätte ich gemeint, ja. Ich danke euch, denn ich kann diesen Ort so lange nicht verlassen, wie meine Aufgabe nicht beendet ist. Ich habe Schnelligkeitstränke zu mir genommen, um schneller arbeiten zu können und habe seit Tagen nicht geschlafen. Oh boy, das kann schlimm werden, besonders mit Schnelligkeitstränken, ja. Ist sie nicht schön? Sie ist ein Mahnmal meiner Torheit. Ich sah sie nur ein einziges Mal am Rande von Evereska und brachte kein Wort heraus. Ich ließ sie dahin ziehen und seither lässt mich mein Herz nicht mehr zur Ruhe kommen. Oh, es geht also um eine Liebesgeschichte. Wer hätte das gedacht, ja? An Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei. An Grey Wolf kommt keiner lebend vorbei, ja? Schnelligkeitstränke, also Drogen. Gewissermaßen, ja. Quasi das, was ich mir in Berigost mal eingeworfen habe, wo du so so aller Formel 1 durchflitzen kannst, ja. Prism, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Nein, noch nicht. Mein Werk ist beinahe vollendet. Bitte, ich flehe euch an. Spar dir das Gewinsel, Trottel. Für mich bist du nichts weiter als Gold in meinem Beutel. Für dich kommt jede Hilfe zu spät. Wer sind eigentlich diese Schwachköpfe da? Wir wollen mit diesem Kampf nichts zu tun haben. Bringt ihn dorthin zurück, wo man ihn zu seinen Verbrechen bestrafen wird. Prism möchte nur sein Meisterwerk vollenden. Warum nicht? Was kann es schon schaden, ne? Ich glaube, ihr habt noch nicht ganz kapiert, was hier los ist. Wenn ich eine Belohnung einstreiche, will ich auch was dafür leisten. Geht zur Seite, damit ich endlich mit Spinner hier fertig werde und mein Gold abholen kann. Oder muss ich mir einen Weg erst bahnen? Überlegt es euch besser vorher, ob ihr Leben aufs Spiel setzen wollt. Ja. Okay, er gibt mir die... Ah, jetzt wird er böse. Ich wollte gerade sagen, normalerweise greift er mich an, ja? Speed! Da sind wir wieder bei den Drogen, ja? Ja, ich nehme Drogen jeden Tag. Und Grey Wolf oder Grauwolf, welche Version ihr jetzt erfordert, solltet ihr wirklich ernst nehmen. Das ist ein echt starker Gegner und er kann
euch quasi wirklich mit zwei Hieben umbrezeln, ja. Er hat aber auch eine verdammt gute Klinge und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, ja, ihn umzuhauen. Wir werden da jetzt mal soweit probieren, was zum Probieren geht, ja. Habe ich vielleicht irgendwie einen Trank? Schützt vor Schwach... Schützt vor Schwachsinn. Das hilft bei mir sowieso nicht, so schwachsinnig, wie ich immer bin und hantiere, ja. Kennt man von all meinen Let's Plays, ja. Was ich für einen Schwachsinn immer zusammengebracht habe, ja. Kein Problem. Nein, nix da, kein Problem. Da, kein Problem. Okay, komm. Brawl, oh, er hat den Rettungswurf geschafft, ja. Und den auch, scheiße. Okay, dann One-on-One, ja. Oh, das war gut, das war gut. 21 Schaden durch die Klinge von Dorn, ja. Jetzt probieren wir das hier, ja. Schauen wir mal, ja. Ja, mach mal das. Oh Gott, also dass ihr jetzt wisst, ich habe mal diese unbändige Magie bei ihr benutzt, ja. Sprich den Zauber in unbändige Woge jucken. Was, was, wem juckt's jetzt? Greywolf oder sie? Okay, Greywolf leidet jetzt unter Jucken. Wow, what the hell. Besser heilen, besser heilen. Die Konia kannst du noch? Nein, du kannst nur heilen, ja. Kommt schon, jetzt haut ihm um. Oh, fuck, man. Er ist wirklich in der Lage, uns umzuhauen, ja. Kann ich nur nicht mehr zaubern, ja. Oh Gott. Komm, noch einmal ein Heiltrank, ja. Weil wenn unser Hauptcharakter stirbt, schaut's nicht gut aus, ja. Das sind wir nicht dabei. Achso, ja. Komm, jetzt trefft sie. Ja! Perfekt, perfekt. Dorn hat den letzten Treffer gemacht, ja. Puh! Könnte meinen, der wäre einfacher zum Treffen mit einer RK von plus 4, aber egal. Seht ihr mal, was der an Erfahrung gibt. 1400 für die gesamte Gruppe. Ja? Und dadurch, dass wir nur zu 5 sind, in das wunderschön drohen die Maschine. Ja, er ist wirklich eine Maschine. Und seht mal da. Wunderbares, schön verarbeitetes Langschwert. Ja? Wo wir aber nicht wissen, was das kann. Leute, ich sage euch, das ist sehr früh eines der besten Langschwerter im gesamten Spiel, was ihr haben könnt. Ja. Und ja, Dorn hat dadurch schon einmal ein Level Up bekommen, ne? Prism, was ist jetzt mit dir, ja? Ach, mein Werk ist vollendet. Nehmt von meinen Besitztümern, was ihr wollt, aber lasst ihren Augen das Funkeln. Oh, süßes Geschöpf. Mein Bildnis von dir ist perfekt. Eines Tages treffen sich unsere Wege vielleicht in einer anderen Welt wieder. Und womöglich finde ich dann den Mut, deinen Namen zu rufen. Elesin. Also dieses Meisterwerk der Kunst hier als Bildhauerei heißt also Elesin und soll ihr Gesicht darstellen, ne? Und da geht quasi Prism wirklich flöten. Und wir kriegen noch einmal 1000 Erfahrungen dafür, ja? Ganz einfach, weil er wirklich die ganze Zeit nicht geschlafen hat und sich nur mit Schnelligkeitstränken daran gewagt hat, ja? Dieses Meisterwerk fertig zu machen. Was man aber machen kann, ist die Edelsteine sehr wohl da rausnehmen, was ich doch tue, so gemein wie ich auch bin, ja, quasi um noch etwas anderes einzustreichen, ja. So, Leute, dann werde ich nur schnell zur Mine gehen, ja. Ich weiß nicht, Uni, willst du heute wirklich noch spielen? Unehrenhaft, ja. Nein, es ist nicht unehrenhaft, ja. Ich habe ihm seine Skulptur zu Ende vollbringen lassen, ja. Aber er hat Diebstahl begangen. Er kann diese Edelsteine nicht einfach so nehmen. Die gehören ihm nicht, ja. Wir werden sie zurückbringen, wo sie hingehören. Weil wir gesehen haben, dieser Oblek in Nashkel, ja, der hat ja Grauwolf quasi darauf angehetzt, ja, dass sie diesen Prism töten, ja. Ich soll vielleicht mit Dorn ein Level aufsteigen. Was meint ihr? Das wäre nicht so verkehrt, oder? ETW 0. Ah, hier siehst du es zum Beispiel. Er kriegt halt nur 10 Trefferpunkte, ja, pro Stufe. Und sonst nichts, ja. Aber er ist damit auf Stufe 2 und somit um einiges besser wieder als vorher, ja. ETW 0 ist er jetzt bei. Ihr seht, er hat jetzt durch das Rancor, durch das hat er 13 ETW 0. Das heißt, er trifft
noch einmal besser als wir, ja. Nee, schmeiße heute keinen Stream. Alles klar, es tut mir leid, wenn ich dir da dazwischen gefunkt haben soll oder so, aber vielleicht machst du dann morgen einfach einen in der Früh oder ich mach einen, ja. Also ich hätte schon Bock, zum Beispiel die Mine mit euch fertig zu machen. Alles gut, ja. Es freut mich, ja. Wie du siehst, ja, ich weiß gar nicht, wann ich jetzt begonnen habe, ja. Richtig. Sind nämlich meine Edelsteine. Ja, genau, Siano, du sagst es, ja. Diese Edelsteine können nämlich verdammt viel Gold wert sein, ja. Oder euch entweder ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Ruf bringen, ja. Und dadurch, dass mein Ruf sowieso nicht so doll ausschaut, ja. Ich meine, er würde besser sein, hätten wir jetzt Dorn oder Viconia nicht in der Gruppe, ja. Dann würde unser Ruf nicht gar so auf Null stehen, ja. Oder in der Nähe von Null, ja. Aber so, das ist sehr, sehr, sehr riskant, ja. Ich versuche zumindest mal so in die Richtung neutral zu gehen. Neutral, ja. Gut. Leute, dann lasse ich meine Charaktere noch hier eben hinwuseln, ja. Und würde sagen, ich mache dann einen schnellen Break von, sagen wir vielleicht, 10 Minuten oder so oder 5 Minuten, ja. Könnt euch was zum Trinken holen, ihr könnt euch was zum Knabbern holen. Ich kann mal eben schnell eine Pinkelpause einlegen, weil langsam drückt es da unten ein bisschen, ja. Und sage euch, dann werden wir noch so circa vielleicht eine Stunde oder was dranhängen von Baldur's Gate Enhanced Edition, ja. Dass wir zumindest in die Mine noch reingehen können, um herauszufinden, was da abgeht, ja. Jo, freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Playthrough von einem bereits mehr als 20 Jahre alten Spiel. Ich habe große Freude daran und ich freue mich für die große Anteilnahme daran, ja. Tüdelü, bis gleich, Leute. Euer Kommandant, ja.